Dieses jetzige Selbstgespräch wird alles auf den Kopf stellen, was du bisher geglaubt hast. Es wird dir eine Tür in ein vollkommen neues Wissen öffnen. Ich nenne das absolute Weisheit versus fehlerhaftes Wissen. Warum ist die Welt so, wie du sie dir ausdenkst? Zuerst einmal ganz einfach, weil du dir sie so ausdenkst. Aber was ich jetzt versuche zu erklären, was eigentlich sehr unmissverständlich ist, aufbauend auf dem vorhergehenden Selbstgespräch, das ist diese Tatsache, dass zwei Menschen, die aufeinandertreffen, eigentlich nur zwei Spiegelbilder sind, die sich gegenüberstehen, in einem Kopf, in einem Kopf des Schöpfergottes, hier über meinem Kopf steht Bereshit. Das heißt eigentlich inmitten dieses Kopfes, das ist dieser Satz, hier im Anfang wird Himmel und Erde erschaffen. Inmitten dieses Kopfes. Jetzt ist aber ganz, ganz wichtig, das ist dein Kopf. Das ist der Kopf des Geistes, der rote Kopf des Geistes, der mir jetzt zuhört. Und das Erste, was ich jetzt versuche aufzuklären, aufzubauen auf den vorhergehenden Selbstgesprächen, und darum ist auch jetzt in deiner Welt Corona. Dieses Corona ist eigentlich hier im klassischen Sinn ein Lichterkranz. Wir haben im Lateinischen haben wir ja da mehrere Wörter, und da haben wir zum Beispiel auch das Wort Corpus. Das ist dein Körper. Ich rede aber dann immer, reden wir von was Roten oder von was Blauen? Das Erste, was wir jetzt mal aufklären, wir wiederholen ganz, ganz kurz das letzte Selbstgespräch, die wesentliche Aussage. Wir denken uns jetzt zwei verschiedene Menschen aus mit zwei verschiedenen Glaubenssystemen. Der eine ist ein Impfbefürworter und der andere ist ein Impfgegner. Und ich habe darauf hingewiesen, dass das nur zwei Spiegelbilder sind. Wenn ich jetzt frage, warum lässt der eine sich impfen? Schlichtweg und einfach, weil er eine panische Angst vor dem Virus hat, dass der ihn töten könnte, sprich seinen Körper zerstören könnte. Warum lässt der andere sich nicht impfen? Weil er eine panische Angst vor dem Impfstoff hat. Bei Holophilien geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Keine Angst, ich fange jetzt da nicht nochmal an auszuholen. Es ist immer wieder jede Frage der Kategorie 2. Das ist nicht eine Frage, ist das richtig oder ist das richtig? Stimmt das oder stimmt das? Ist eine vollkommene Entgeistigung von dem, was wirklich ist. Es ist schlichtweg, das geistige Licht ist dann total weg, wie wenn ich frage, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Das macht keinen Sinn, wenn ich weiß, was eine Welle ist. Und wenn du weißt, was der Geist ist, der sich diese zwei Vollpfosten, wie ich das immer nenne, ausdenkt, den einen wie den anderen, den Impfbefürworter wie den Impfgegner, wer denkt sich jetzt Impfbefürworter aus und wer denkt sich jetzt Impfgegner aus. Zuerst einmal sind jetzt nur Worte da. Bei Holophilien geht schlichtweg und einfach, was ist jetzt da? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Zuerst einmal das, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Und das, was du denkst oder was du anschaust, gleichgültig, ob es ein bewusst von dir gedachter Gedanke ist, was ich jetzt bezweifle, dass du überhaupt jemals richtig bewusst gedacht hast, weil wenn du denkst, denkst du gar nicht dran, dass du als Bewusstsein dir das denkst. Du denkst halt ganz einfach. Gibt ja das schöne Lied, wenn du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. Du wirst nämlich feststellen, dass du dir dein Denken nicht raussuchen kannst. Das ist die Symbolik des träumenden Geistes. Es denkt in dir. Und ich setze in den Schriften immer dieses Es, E-Quadrat S. Das heißt, es ist unser Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist das, was sich seiner eigenen Informationen bewusst wird und letztendlich auch als träumender Geist diese eigenen Informationen in sich selbst erschafft. Bitte geh meine Gedankengänge mit. Das habe ich in tausenden Variationen in Selbstgesprächen erläutert, aber jetzt werde ich dir zeigen, was die Ursache ist, dass dein Glaube so im Widerspruch zum Glauben von anderen steht. Du musst jetzt nur ganz aufmerksam meine Gedankengänge mitgehen und es wird alles in dir verändern, vorausgesetzt, du bist jetzt das Bewusstsein, das sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch ausdenkt. Fakt ist, wenn du jetzt dieses Gespräch belauscht, eigentlich einen Lautsprecher, du hast jetzt zwei Pixelmännchen vor dir. Ich nenne es einmal ein Männchen und ein Weibchen. Jetzt kommt die große Erkenntnis, dass du jetzt der ausgeschlossene Dritte bist. Weil geh mal davon aus, dass weder der Udo noch die Ariane, so nenne ich jetzt einmal diese Pixelmännchen, irgendwas von dir wissen, außer die denken jetzt, oh, jetzt schaut sich einer das Video an, das wir jetzt aufnehmen. Das sind aber alles nur Gedanken. Das sind jetzt nur Worte, was du hörst, und die bauen logische Konstrukte und Vorstellungen in dir auf. Und ich werde jetzt versuchen, dass ich dir zuerst einmal sage, mir sagen,
Das im Zentrum ist eine Tasse. Ich reduziere das, unsere Filmperspektiven auf zwei Seiten. Die Ariane sagt, der Henkel ist rechts und ich sage, der Henkel ist links. Das ist ungefähr so, dass ich sage, mir ist vollkommen logisch, dass es ein totaler Schwachsinn ist, sich impfen zu lassen, dass ich die Menschheit jetzt in einen Wahn reinsteigert, in eine Selbstentmachtung über die Politik, all das Zeug, was du dir ausdenkst, wenn du ein Impfgegner bist. Ich muss dir nicht erklären, was ich dir die letzte Zeit denken lassen habe, träumen lassen habe. Aber dasselbe kann ich jetzt zu dir sagen, wenn du ein Impfbefürworter bist, dieser absolute Wahnsinn von unsolidaren Menschen, diese Impfgegner, warum lassen die sich verdammt nochmal nicht impfen? Das geht bis hin zu Kürken, ich habe es im letzten Selbstgespräch angestellt, dass diese ganzen Kürken spucken ihren eigenen Gott ins Gesicht. Nicht nur das, die brechen sowieso alle Gebote. Ihr müsst euch impfen lassen. Gott wird euch nicht helfen, wenn ihr abkratzt. Die Kinder müssen überleben oder die Natur muss überleben, wenn du die Erdkugel retten willst. Das ist alles unheimlich logisch. Wenn irgendeiner was anders behauptet, was dir unlogisch erscheint, ist das simple Prinzip, der Henkel ist rechts und der Henkel ist links. Wie krass das ist, werde ich dir jetzt anhand von einem ganz einfachen Beispiel, und musst nur meine Gedanken hier mitgehen, werde ich das komplett aushebeln. Und ich sage jetzt nochmal bei aller Bescheidenheit, den du jetzt sprechen hast, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Ich beweise das auf tausendfachen Sachen und da geht es nicht um den Gedanken Udo, sondern der dich das jetzt denken lässt. Ich reiche dir jetzt die Hand aus dem Schlamassel. Das ist übrigens hebräisch. Das ist das Gegenteil von Mazel Tov. Das ist eine schöne, gute Gestirnskonstellation. Und die wird jetzt ganz, ganz finster werden, wenn du die falsche Seite einschlägst. Wobei dir, sage ich immer wieder, wird dir der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, dieses Bewusstsein rot, dem wird nichts passieren, weil absolut nichts passiert, sowieso nichts. Was passieren wird, ist, dass du dich immer mehr in ein Chaos hineindenken wirst, wo du fast keinen Ausweg mehr findest, wenn du nicht rechtzeitig die Notbremse ziehst und dich festmachst im ewigen Hier und Jetzt. Also bitte geh jetzt einmal meine Gedankengänge genau mit. Du bist jetzt ein reiner Geist und du sitzt jetzt da und du schaust dir dieses Video an und vor dir auf dem Monitor sind zwei Pixelmännchen, nämlich ein männliches und ein weibliches. So definierst du jetzt einmal diese Bilder und ich sage, Cut, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Du hörst eine Lautsprecherstimme und ich habe ein paar Mal schon gesagt, das ist ein Stimmenimitator, der kann sehr vielfältig sein. Der kann nämlich nach Ariane klingen, der kann nach Udo Lindenberg klingen, nach Udo Jürgens klingen, der kann nach einem Donald Trump klingen, der kann alle nach Vögel, nach Wauwau, der kann alle Geräusche machen. Es ist aber immer derselbe Lautsprecher. Du bist auch immer derselbe Geist, egal was du dir denkst, egal welche Information du in dir anschaust, egal ob es ein Gedanke ist, ein Gefühl ist oder eine sinnlich wahrgenommene Information. Es ändert an dir selbst nichts. Das sind diese 200 Gramm rote Gnede. Aber wir verändern jetzt einmal die Perspektiven. Und zwar sage ich jetzt schlichtweg und einfach einmal, der Udo ist ein Impfgegner, ist er nicht, weil der Udo überhaupt keine Meinung hat, er ist der in der Mitte. Und die Ariane ist eine Impfbefürworterin. Jetzt ist es erst einmal so, dass du feststellst, dass das, was du jetzt siehst als träumender Geist, was anders ist, wie was die Ariane sieht und was der Udo sieht. Jetzt denk dir einfach einmal, du wärst jetzt ein Geist und du denkst dir genau diese jetzige Situation aus. Das heißt, du denkst an dich, du sitzt vor dem Computer und schaust dir das Video an. Wenn du an dich denkst, denkst du an einen Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Der natürlich nur, dieser Körper beginnt erst zu entstehen, wenn du an deinen Körper denkst. Wenn du an deinen Körper nicht denkst, existiert er nicht. Und du hast jetzt auf deiner VR-Brille, du bist ein träumender Geist, in einer Illusion eines Videospiels, hast du einen Monitor in einer gewissen Entfernung stehen, wo Udo und Ariane drauf sind. Du denkst jetzt praktisch drei Menschen aus, einen realen, wenn du an deinen Körper denkst, und zwei Illusionen. Wo du natürlich felsenfest als normaler Mensch gleichgültig, was du jetzt glaubst, ob du ein Impfbefürworter bist oder ein Impfgegner bist, bist du felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, auch dann da außen sind, wenn du nicht an sie denkst. Darum betone ich immer wieder, was bedeutet 100% sicher? Ich sage dir, wenn du weißt, was 100% sicher bedeutet, alles, was Holophilien-Grundaussagen sind, die sind 100%ig sicher von jedem 13-Jährigen, normal gesprochen, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfbar.
Das ist das, wenn du die Gedankengänge mitgehst, beschreibe ich jetzt, was du für Informationen zu sehen bekommst. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist aber nicht hundertprozentig sicher, dass jetzt diese zwei Pixelmännchen irgendwo da außen rumlaufen, da außen sitzen oder in der Vergangenheit dieses Gespräch aufgenommen haben. Das sind logische Konstrukte. Das ist hundertprozentig sicher. Okay, und jetzt wechsel einmal. Ich sage, ich erkläre es ja nur den, der uns jetzt ausdenkt. Und ich denke mir jetzt mal bewusst drei kleine Geistesfunken aus. Ariane, Udo und dich. Was heißt Geistesfunken? Es ist immer der eine Geist, der sich alle ausdenkt. Aber sobald du dich mit einem Menschen verwechselst, lebst du in einer Traumwelt und spielst eine Rolle in einem komplett eigenen Traum. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Aber er kann nur das erleben, was er träumt. Und das, was er träumt, sind ständig wechselnde Informationen. Das ist auch hundertprozentig sicher. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Ich will jetzt deine ganzen Probleme auflösen in einem Nichts. So, du denkst dir jetzt, dass du die Ariane wärst. Jetzt in diesem Moment die Ariane wärst. Wir sagen jetzt, es wäre jetzt keine Aufzeichnung, sondern ein Live-Gespräch, das du beobachtest, ohne daran teilzunehmen, weil du existierst ja für Udo und Ariane, existierst du gar nicht. Außer die denken jetzt an irgendeinen, der das beobachtet. Dann denkst du aber gewissermaßen als Ariane an dich selber. Weil wenn du jetzt an den denkst, der dieses Gespräch jetzt erlebt, der das beobachtet, das bist doch du. Aber wenn du jetzt das Ariane-Programm in dir laufen hast, wie ich das nenne, hast du jetzt auf deiner VR-Brille einen Monitor und da ist nur der Udo drauf. Wenn du jetzt glaubst, du bist der Udo, hast du einen Monitor, da ist nur die Ariane drauf. Und wenn du jetzt der ausgeschlossene Dritte bist, dann hast du einen Monitor, wo zwei Bilder drauf sind jetzt, wenn du das jetzt in diesem Moment, nämlich der Udo und die Ariane. Wir haben jetzt schon zwei Perspektiven, die du nachvollziehen kannst, wieso ein Udo eine Ariane sieht und ein Ariane einen Udo sieht und du siehst beide. Du bist jetzt in einem gewissen Maß der, der jetzt der Geist wohlgemerkt. Ich rede jetzt nicht mit den Trockennasenaffen, an denen du denkst, wenn du jetzt dich so einen Trockennasen machst, hast du auch wieder einen Monitor vor dir, eben mit dem Bärchen. Aber festhalten ist These, Antithese, Synthese. Und jetzt kommt die große Problematik. Wir denken uns jetzt, wir bin ich und du. Ich bin da noch mal eins über dir. Ich bin nämlich der, der sich den jetzt ausdenkt, den du ich nennst, als rotes Ich, das jetzt praktisch dieses Video sich anschaut mit Udo und Ariane. Jetzt bitte genau mitgehen. Jetzt denke mal ganz, ganz bewusst, diese zwei Pixelmännchen vor dir stehen symbolisch für zwei grundsätzlich unterschiedliche träumende Geister mit einer unterschiedlichen Auffassung von richtig und verkehrt. Und jetzt denken wir uns, dass der Udo wäre ein Schwarzer. Du denkst jetzt einfach mal, ich drücke es mal anders aus, weil das jetzt ganz interessant ist, was jetzt in deinem Kopf passiert. Vielleicht ein ganz, ganz großes Heureka. Du denkst jetzt, du belauscht ein Skype-Gespräch zwischen einem schwarzen Menschen und einem, ich benutze mal das böse N-Wort, ich sage Neger, mit einem schwarzen Menschen. Ein weißer Mensch und ein schwarzer Mensch skypen miteinander. Dann sieht es so aus, wenn ich jetzt der schwarze Mensch bin, dann habe ich den Weißen auf dem Bildschirm, das wäre jetzt die Ariane, und wenn ich der weiße Mensch bin, habe ich den schwarzen Menschen auf dem Bildschirm. Das ist die erste Aussage. Und jetzt denken wir uns, die sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Aber sie skypen miteinander. Jetzt ist alles, was ich als Udo sage, weiß ich, das versteht die Ariane nicht. Und alles, was die Ariane sagt, verstehe ich nicht. Ich will dir doch mal ein praktisches Beispiel diesbezüglich bringen. Ich sage zum Beispiel als schwarzer Mensch, Meyasa Kake Farafada. Jetzt hat die Ariane Fragezeichen auf den Augen, weil sie kann damit nichts anfangen. Ist doch ganz klar. Meyasa Kake Farafada. Das ist übrigens Hausa. Was meine ich damit mit Hausa? Das ist eine westafrikanische Sprache. Ich habe dich jetzt gefragt, das heißt nämlich ziemlich genau, ob hier du das verstehst. Du kannst das alles überprüfen übrigens, wenn du in Wörterbücher reingehst. Musst halt bloß Hausa nachschauen. Hausa? Was ist Hausa? Habe ich noch nie gehört, was du wahrscheinlich sagst. Schauen wir uns dann gleich einmal genauer an. Das heißt, warum bist du weiß? Jetzt könnte ich als Udo, als Ariane sagen,
zum Udo, warum bist du schwarz und ich habe Fragezeichen auf den Augen, weil ich mit diesen Worten überhaupt nichts anfangen kann. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sprachdenksysteme. Das heißt, die wir nie zusammenfinden. Jetzt mache ich das, vereinfache ich dieses ganze Beispiel nochmal. Ich lasse einmal das Haus weg, wir können aber gerne reingehen, weil selbst die Sprachen wieder interessant werden. Ich hoffe, du konntest bis jetzt folgen. Jetzt sprechen wir beide Deutsch. Übrigens, die Arianer, jetzt weiß ich, ist ein Albino. Der ist ja weiß. Das Schwarz, jetzt kann man natürlich umdrehen. Jetzt kommt diese Spiegelung, weil wir immer vier Seiten brauchen. Wir wissen, im Sanskrit ist Krishna ja schwarz und Arjuna heißt weiß. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dass jetzt deine ausgedachte Erdkugel, die östliche Hälfte und die westliche Hälfte genau gespiegelt ist in allen möglichen Sachen, in der Symbolik, in allen, im Glaubenssystem, alles ist gespiegelt. Jetzt ist es, das Problem in deiner Welt ist, dass alle, ich bleibe mal nur bei uns, Deutsch reden. Ist ja klar, ich rede jetzt Deutsch und die Ariane redet Deutsch. Das findest du nicht bindischer, dass wenn zwei in einen Dialog treten, passiert was ganz Eigenartiges, dass wenn ich jetzt, was ich in meinem Kopf habe, ihr mitteilen will, dass sie das in ihren Kopf aufbauen kann als Vorstellung, ist eine Grundvoraussetzung, ich kann das nur über Worte machen. Das habe ich oft erklärt. Ich drücke jetzt praktisch ein Bild, das ich in meinem Kopf habe, mit Worten aus. Das Wort, die Daten werden übertragen, das kommt bei dir an und du musst es dechiffrieren und musst wieder ein Bild draus machen. Wenn du jetzt aber die Worte anders benutzt, das heißt, ich bleibe an meinem alten Beispiel mit dem Wort, wenn man nur ein Wort in den Raum stellt, ohne Kontext, und ich sage Krebs. Und ich meine die schreckliche Krankheit und du meinst die Schalentier. Da wirst du eigentlich irgendwann einmal feststellen, dass das sehr, sehr viel mit den Ägyptischen zu tun hat. Dann reden wir vollkommen aneinander vorbei. Und das ist jetzt genau die große Situation, dass wenn du ein Impfgegner bist, du den unendlichen Schwachsinn dieser Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst. Das heißt, es ist nachweislich, ich sage jetzt in meiner Welt, und jetzt ist ganz wichtig, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Alles, was du im tiefsten Innern glaubst, was deine Logik aufbaut und du glaubst, dass es auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst, kannst du das auf die VR-Brille holen. Die vollen Krankenhäuser und die leeren Krankenhäuser. Es gibt aber einen Konsens in der Mitte. Das ist, wenn du in deiner Logik, ich bleibe mal so ganz einfach, das Impfen wirkt praktisch nicht. Ich kann mittlerweile definitiv sagen, alles, was anders behauptet wird, ist Lüge. Das sind natürlich immer Lüge. Das wird weggedrückt, wenn du das jetzt hörst, diese Unsolidarität der Ungeimpften. Es ist hochinteressant, auch mit den Tests. Ich rede jetzt als Impfgegner. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich erkläre dir jetzt die eine Seite, die mir vollkommen logisch erscheint. Und es wird wie eine Ariane jetzt, die laufen nickt, offensichtlich, obwohl sie eine Weiße ist. Du sollst doch jetzt die Impfbefürworterin spielen. Okay, genau das kann man schön. Ich zeige dir das im Gespräch, wo einer was erzählt, ein Diskussionsteilnehmer und andere sitzt laufend so da. Auf Ö24 kann ich die eine sagen, der eine spricht und der schüttelt den Kopf und dann spricht der und dann schüttelt der laufend den Kopf. Auch bei politischen Diskussionen. Vor der Wahl, wenn du da mal aufmerksam zuschaust bei dem Pickelmännchen, einer erklärt was, der andere schüttelt auch in den Kopf. Nee, so stimmt das nicht. Und dann erklärt der was und der andere schüttelt auch in den Kopf. Das sind solche Mechanismen, wenn du willst, ich kann dir bitte hersuchen. Nee. Das ist genau das Prinzip, die hören gar nicht mehr zu. Ja. Das ist übrigens in Bezug auf den Bundestag, den du jetzt mir redest, jetzt haben wir eine Zeit lang normal. Ich sage, wenn das wirklich, wirklich eine Demokratie wäre und man möchte sich austauschen und einen Konsens, der nicht einen faulen Kompromiss finden, dann müsste jeder, schau mal, wenn die AfD eine Rede hält. Die große Masse passt gar nicht auf, die schauen ihre Hände, die warten, bis der geredet hat. Ja. Und dann ist das vom Tisch. Ich sage, jeder, der nicht aufmerksam zuhört, müsste sofort des Salz verwiesen werden. Weil er will die Gegenseiten gar nicht hören. Diese Gegenseiten, die du zu einer Heilung brauchst, das sind alles Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, so nenne ich das. Und jetzt ist ganz wichtig, es wird niemals, was ich dir Geist jetzt erkläre, wirst du niemals irgendeinen Menschen, sprich einen Gedanken von dir erklären können. Du musst die tiefste innere Hoffnung aufgeben, dass irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, das jemals verstehen wird. Weil egal, ob du dir jetzt einen Menschen ausdenkst, egal an wen du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, hier und jetzt in deinem Kopf und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er wieder weg.
Und wenn du einen sinnlich wahrgenommenen Menschen, ich nenne das immer auf der Bröselebene, von Brösel zu Brösel gegenüberstehen hast, für den geht dasselbe. Jede sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine Information, wie wenn du es denkst. Das sind vergängliche Erscheinungen. Und ich betone nochmal, es macht keinen Sinn, einen Gedanken am Leben halten zu wollen. Es ist ein ganz einfacher Satz, das ist das Erste, was du verstehen musst. Du Geist, der du jetzt dieses Gespräch dir anhörst. Ich hoffe, sehr gewissenhaft. Nicht nur einseitig ausgelegt. Das heißt, dass ich jetzt dann sage, Menschen, die keine Krankheitsanzeichen haben, aber positiv getestet sind und trotzdem keine Krankheitsanzeichen haben. Ich mache den Fall, ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen für Fußballer, dem Fall Kimmich, um das kurz Revue passieren zu lassen. Der ist mit Geimpften, doppelt Geimpften zusammen, der positiv ist und hat keine Krankheitsanzeichen und wird in Quarantäne geschickt. Obwohl er einen Negativtest hat, wird er in Quarantäne geschickt. Dann kommt er aus der Quarantäne raus, dann ist er durch das Training wieder mit positiv Geimpften zusammen, die positiv sind, und wird nochmal in Quarantäne geschickt. Hat aber immer noch keinen Positivtest. Bild-Zeitung schreibt bloß drüber, der Ungeimpfte ist schon wieder in Quarantäne. Und ist auch nicht krank. Und jetzt ist er wieder in Quarantäne, aber mit Positivtestung. Dass also die Geimpften eine panische Angst haben vor den Ungeimpften, ich rede jetzt als Impfgegner. Wenn die doch geimpft sind, müssen die doch keine Angst mehr haben vor dem Virus. Und jetzt kommt der absolute Schwachsinn in der Logik dieser Impfgegner, dass jetzt genau diese Ungeimpften, die ja angeblich geschützt sind, eine panische Angst haben, diese Geimpften, doppelt Geimpften und dreifach Geimpften, eine panische Angst haben vor den Ungeimpften, wenn sie doch geschützt sind. Und die meinen jetzt, wenn du die Ungeimpfte zwingst, sich auch impfen zu lassen, sind sie geschützt. Wohlgemerkt mit einem Impfstoff, der ja angeblich nicht wirkt, weil sonst hätten sie ja, wenn er wirken würde, hätten sie ja keine Angst vor den Ungeimpften. Ich sage jetzt definitiv in meiner Welt, in meiner ungeimpften Welt, die ich überprüfen kann, ich darf da normalerweise, die Zahlen sind immer uninteressant, aber ich sage immer, unser Krankenhaus ist ein Wahnsinn ohne Ende und mittlerweile ist es wirklich 10 zu 1. 10 Doppelgeimpfte zu einem Ungeimpften im Weißenburger Krankenhaus. Das ist jetzt nicht aus der Zeitung heraus, sondern an einer Quelle, wo ich dir ganz definitiv sagen kann, in meiner Welt, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Der Wahnsinn wiederholt sich bis zum Es geht nicht mehr. Jetzt ist es aber so, dass wenn jetzt einer in mir auftaucht, und jetzt kommt die andere Seite, der ein Impfbefürworter ist, diese ganzen Bilder, wo du aus Medien siehst, diese Panikmache, dass hier die an den Lungenmaschinen dranhängen und dass so und so viel wegsterben und solch und war. Wenn das einer glaubt, erlebt er das auch auf seiner Farbbrille. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und dann bist du vollkommen taub gegenüber Argumente der Gegenseite. Das ist das einfache Spiel, was ich sage. Der eine sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Ich sehe doch, dass ich jetzt einen Albino, einen weißen Menschen sehe und er ist weiblich. Und du kannst jetzt sagen, nein, ich sehe doch, das ist schwarz. Es ist schwarz, das ist ein Schwarzer. So ist es. Ich sage, jeder, egal was er behauptet, hat recht. Das ist das Verrückte mit Holofeeling, wenn du dich jetzt drüber erhebst, wirst du nie mehr streiten. Du musst nur die Demut haben, dass du dich in den anderen hineinversetzt. Und ich sage immer, wenn ich jetzt, ich bin ein Computer, wenn ich jetzt das Programm von dem anderen laufen habe, den Glauben vom anderen laufen habe, dann wird dieser Glaube, dieses Programm, diese Bilder aufschmeißen in mir. Und alles, was meinem Programm widerspricht, erscheint mir falsch, verkehrt. Ich sage immer richtig und verkehrt, du kannst es immer wieder umdrehen. Weil mir jetzt hast du mal aus den zwei Seiten 4 Seiten machen müssen. Die Sprache, alles, was ich jetzt erzählt habe, geht dabei sehr, sehr tief. Es ist ein Akt der Demut. Bei Holofeeling hat jeder hundertprozentig recht. Und wenn ich jetzt zwei Sachen gegenüberstelle, und das magst du, du denkst dir jetzt aus, dass ein Schwarzer, der Deutsch spricht, der Hausa spricht, mit einem Weißen, der Deutsch spricht, skypt. Und da ist keine Kommunikation möglich, weil der eine den anderen nicht versteht.
Und jetzt kommt die große Problematik, dass wir sagen, wir reden ja beide Deutsch, aber ich mache aus den Wörtern was ganz was anderes wie du. Das ist meine Filmbeispiele, wenn die von Fakten reden. Was sind Fakten? Die schmeißen alle mit Fakten um, indem sie irgendwelche Zahlen, die jetzt aus dem Internet, aus ihrem Monitor nachäffen, vom Hören sagen und Vorstellungen in ihnen aufbauen anhand der Worte. Was ist eine Erdkugel eigentlich jetzt? Ein heliozentrisches Weltbild. Das ist nur ein Wort. Ich sage, das ist ein riesengroßer Ordner, wo du jetzt auf deinem Bildschirm in deinem Kopfkino eine Vorstellung aufbaust. Und wenn man dir erzählt hätte, die Welt ist eine Scheibe, dann baust du die Vorstellung auf. Und ich sage, egal wen du mir bringst, jetzt als Brösel unter Brösel, egal welchen Menschen du mir bringst, mir. Und ich bin der, der ich bin. Wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, warum er das spricht, was er spricht, warum er das denkt, was er denkt und warum er das glaubt, was er glaubt. Er rezitiert seinen Schwamminhalt, den sich keiner raussuchen konnte. Ja, genau. Dieses Beispiel, immer angepasst für deine Logik. Du hast dir weder deine Religion rausgesucht, deinen Glauben rausgesucht, deinen Geschmack, wie du dich kleidest, wie du dich anziehst, was du schön empfindest, was du nicht schön empfindest, was du eklig empfindest. Nichts, absolut nichts ist von dir selbst. Ich erkläre das dem Geist, der mir jetzt zuhört, der mich jetzt ausdenkt. Es ist alles ein Gegebenes aus deinem Traum, aus dem Datenspeicher, den du mein Intellekt nennst. Mein Wissen, meine Meinung. Du hast noch keine eigene Meinung. Es ist die Meinung von anderen. Ich fordere von dir, Geist, jetzt die Demut, dass du das akzeptierst. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, diese Affen, sind sterbliche Säugetiere, das sind Medim, das sind Enosh im Hebräischen, unheilbar krank, gefährlich und bitter, bitter böse. Es gibt nichts Widerliches, Geistloseres wie einen einseitigen Rechthaber. Und da ist es vollkommen gleichgültig, auf welche Einseitigkeit du bockst, mit welcher Seite du sympathisierst, mit welchem Glauben du sympathisierst. Sympathie heißt Mitleid. Du leidest mit diesem Glauben. Bis in alle Ewigkeit, bis du dich eines Geistreicheren besitzt. Es ist übrigens ein Spiel, ich betone nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Menschen von irgendwas überzeugst. Ich weise auch darauf hin, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, im Internet diese Holofeeling-Seite aufzumachen. Da wird nicht um Spenden gebeten. Da steckt, wenn du normal wieder bröselig denkst, unendlich viel Arbeit drin. Das sind hunderte von Selbstgesprächen, zehntausende von Zeiten. Die kosten keinen Pfennig. Du musst da nirgends eintreten, du kannst nirgends eintreten, weil da keine Gruppierung außen ist. Da wird auch kein Spendenaufruf, dass du Geld spenden sollst für irgendwas. Alle, die das machen, sind Materialisten. Das, was ich dir jetzt vermittle, ist absolut göttliches Wissen, aus der absoluten Quelle. Und es ist nur für dich Geist, nicht für den, der jetzt vom Computer sitzt, nicht für den, an den du denkst, an den Affen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der wird auch nicht überleben. Ich soll mir der Körper schon weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Also Kinder am Leben erhalten zu wollen. Ich Skype gerade mit meinen Folger, weil er noch eine Zeichnung machen musste. Und da sage ich jetzt, erinnere dich einmal, Blätter, du Geist, der du jetzt glaubst, du bist der Folger Hannisch. Jetzt erinnere dich einmal jetzt in dem Moment, wie man das erste Mal deine älteste Tochter in Anblick hat. Wie stolz du warst. Wo warst du die ganze Zeit, bevor ich das angesprochen habe? Die hat nicht existiert. Es war auch nie in der Vergangenheit, es ist jetzt gewesen, auf einer anderen Seite deines Lebensbuches. Die Bilder tauchen immer jetzt auf. Man muss dieses Bücherregal-Metapher verstanden haben. Das ist so eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und das große Geheimnis liegt in der Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt Worte ausspreche und ich sage Mathematik und du denkst dabei an Rechnen, tausendfach sage ich, das Mathematik heißt einfach nur Mathe, das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Jeder normale Mensch, der in dir auftaucht, sprich jeder Affe, ist ein Mathematiker, weil der Geist nur sagt, ich bin ja ein sterbliches Säugetier. Weil er nachäfft. Hätte man dir von klein auf erzählt, du bist jetzt ein träumender Geist und du erlebst dich als dieser Mensch, sprich Trockennasenaffe in deinem Traum, das ist eine Rolle, die du spielst wie ein Schauspiel auf der Bühne, wird sich oberflächlich betrachtet an deinen Informationen überhaupt nichts verändern. Ich erwähne das immer wieder. Mein Beispiel mit der Insel, die so erzogen werden. Du hast genau dieselben Informationen im Traum. Bloß du weißt, du wirst dich nicht mit irgendeinem Gedanken von dir verwechseln.
Die Vereinfachung ist immer der Schauspieler, der Rollen spielt, den Bösen, den Guten, egal was du spielst, ein Mann oder eine Frau, so wie zum Genderwahn. Der Schauspieler selber ist der Geist, der sich inkarniert in diesen Körper, inkarniert in diese Figur, in diesen Avatar inkarniert. Aber du bist nicht der Avatar als Antagonist, sondern du bist der Protagonist in deinem Traum. Was ist der Unterschied zwischen dem Protagonisten, da haben wir die Gone schon, oder den Antagonisten? Der Protagonist hat den Joystick in der Hand. Aber der Joystick wird zurzeit gesteuert von deinem Intellekt. Der lässt dich nämlich da hinschauen, wo du hingehst. Der lässt dich für das interessieren, der lässt dir die Internetseiten aufmachen, wo du immer wieder neu dich noch mehr als stochastisches Trüffelschwein noch mehr in deinen eigenen Wahn hineinsteichest. Mir ist jetzt vollkommen klar, wenn einer nicht weiß, was stochastisch bedeutet, wie will ich das von einem Menschen erwarten, der nicht einmal weiß, was Mathematik bedeutet? Es ist das gelernte Wissen von geistlos törichten Schwätzern, die wir uns jetzt ausdenken. Es sind die Weisen der Welt. Ob du jetzt Arzt studiert hast, und Zeit ist ja immer nur im Jetzt. Das hast du erst nach, deine Logik, ob du ein Virologe bist. Und alle, die wo was anders behaupten, denk wieder an unseren Schwarzen und an unseren Weißen. Das ist für dich vollkommen unlogisch. Das ist einfach nur eine andere Sprache, eine andere Logik. Aber genau diese logischen Systeme passen lückenlos zusammen und ergeben was vollkommen Neues. Das ist die höhere Ebene, das höhere Chat. Mit Streitereien kommst du nicht weiter. Und ich habe gesagt, umso mehr du glaubst oder du spielst jetzt die Rolle eines absolut überzeugten Impfgegners, kann ich dir viele Videos anschreiben, wie verzweifelt die sind im Angesicht dieser absoluten Entmündigung. Demokratie ist die komplette Demonstration von Geistlosigkeit. Wenn in einer Zeitung Leserbriefe abgedruckt sind, die letztendlich nur das rezitieren, was sie in derselben Zeitung gelesen haben. Geistlos nachäffen. Aber da ich jetzt in unserem großen Internet sage, egal welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten zum selben Thema, wo es genaue Gegner oder was ganz was anderes behauptet wird. Und das Problem besteht darin, dass du meinst, du müsstest dich hier für eine dieser Seiten entscheiden. Das ist die Hans-Geschichte nochmal in Ich-Bin-Du. Es kann doch nicht alles richtig sein. Der eine sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links. Jetzt setzt man für die Tasse die Politik. Die einen sagen, rechts ist richtig, die anderen sagen, links ist richtig. Es kann ja nur ein stimmen. Ist doch Spiegel. Es ist einfach nur der Spiegel. Umso mehr du jetzt überzeugt bist, dass das, was du glaubst, egal ob du Impfgegner oder Impfbefürworter bist, dass das richtig ist, umso mehr ist das Spiegelbild der Gegenüber auch überzeugt. Umso fanatischer, rechthaberischer du bist und kämpfst für die Wahrheit, für deine Wahrnehmungseinheit, genauso wird der Gegner auch anwachsen. Das heißt, wenn du schreist, wenn du leise laut sprichst, dann spricht es gegenüber das Spiegelbild und wenn du schreist, dann schreit das Spiegelbild. Und wenn du dich zurücknimmst, dann nimmt er sich auch zurück. Ein klassisches Prinzip, das findest du in allen klassischen Glaubenslehren. Also es macht keinen Sinn, so kommst du aus dem Dilemma nicht raus. Du bist draußen in dem Moment, wo du begreifst, dass du dir beide ausdenkst und weder mit den einen noch mit den anderen sympathisierst. Dann hast du dich erhoben. Jetzt kann man natürlich das oben und das unten auch nochmal austauschen. Wir wollen uns jetzt einmal rein über die Sprache, das ist das Prinzip. Das könntest du jetzt, wenn du Geist bist, verstehen und wenn du kein Geist bist, sondern bloß ein Affe bist, wirst du sowieso nicht verstehen. Und du wirst dich auch nicht am Leben erhalten. Du kannst Gedanken von dir nicht am Leben erhalten. Keinen. Kein Gedanke an der Erdkugel, kein Gedanke an deinen eigenen Körper, an deine Kinder. Das ist der große Druckschluss. Und genau dieses Geheimnis erzähle ich dir in den Heiligen Schriften, in allen Religionen, wenn man die richtig übersetzt. Mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von dir selbst. Das klingt so unglaublich. Gott ist kein Gedanke von einem Affen. Das ist natürlich mit dem Fakt, das ist doch ein Fakt, wenn du ein tiefgläubiger Christ bist, dann schau dir doch jetzt, geh ins Internet und gib rein, Kirchen und Corona. Auf Gott vertrauen? Es ist Lüge, die demonstriert, jeder, der den Mund aufmacht, lügt. Es gibt bewusstes Lügen und unbewusstes Lügen. Versprechungen,
sich drehen im Wind. Jetzt können wir natürlich interpretieren, dass die Geld- und Pharmaindustrie und die Mächtigen, die denkst du dir doch auch schon wieder aus. Halt doch einfach das erste und das zweite Gebot. Beginn damit, dass du keine Angst haben musst, weil du ein absolutes Nichts bist. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Aber du, die Existenzen, die du erlebst, dieses Existere, das Heraustreten aus dir selber, das Auftauchen, diese Evolution, Exfolvere heißt herausrollen. Auf jeden Gedanken kommt eine Revolution mit einer neuen Evolution. Das heißt herausrollen und wieder hineinrollen. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich hier von der einen Seite von der Vergangenheit in die Zukunft bewegen müsste. So, und jetzt schauen wir uns das einmal in Bildern an. Ich hoffe, wir das haut hier einigermaßen hin. Schau, da haben wir jetzt zum Beispiel das Hauser. Mhm. Warum bist du weiß? Mehr, das ist übrigens eine ein bisschen eine Knacksprache. Ich kann das mit meinem Gaumen, mit dem Udo-Gaumen nicht nachmachen. Mhm. Aber wir können ja gleich, weil wir gerade dabei sind, schauen wir, springen wir da ganz einfach mal in das Hauser rein. Ich bin übrigens ein Märtyrer, ein Blutzeuge. Das heißt, der ein Zeugnis ablegt. Der ewige Märtyrer. Wenn du jetzt Hauser eingibst, dann wirst du feststellen, dass das zuerst einmal eine Sprache in Afrika ist. Das wird übrigens dann sehr, sehr interessant. Dieses rein Afrikanische ist ungefähr, die Sprache sprechen ungefähr 80 bis 85, das sind Deutsche. Die Anzahl, die man dir sagt in der Größenordnung, das ist ungefähr die Bevölkerung von Deutschland. Das ist im Französischen Nigger, da haben wir den Neger schon mit drin. Das kommt von Schwarz, von Negroid. Schwarz ist aber in einem gewissen Maß wieder, wenn wir in die andere Richtung, in das Östliche reinspringen, dann ist es definitiv Krishna. Das ist dann Gott. Also ich wollte nur sagen, jetzt mit den Sprachen, jetzt bleiben wir mal im Deutschen, jetzt schauen wir uns den Krebs an. Das Wort Krebs alleinstehend, siehst du, das gibt da ganz Haufen Sachen, was das alles bedeutet. Wir bleiben mal ganz, ganz gezielt bei dem Krebs. Und zwar gehen wir mal in das Sternbild. Astronomisches Zeichen. Astruo, habe ich oft gesagt, ist definitiv als eigentlich jetzt nicht nach außen gestreut. O ist gleich U, Astruo, streuen. Wenn wir das jetzt hebraisieren, halt, wir gehen nochmal ins da musst du jetzt einfach aufpassen, das musst du dir nicht merken. Über aneinander geschichtet, übereinander fügen, aufschichten, aufbauen, errichten, verfertigen und das A vorher hast du dann praktisch Nein. Das ist eine Verneinung. Astruo aufbauen, noch obendrein, noch mal einen hinzufügen. Okay, das Ganze ist übrigens im Hebräischen, wäre das jetzt praktisch die Puzzleteile, wie ich die immer nenne. Das ist Putz. Das Arbeiten, Ausstreuen, Verbreiten, Vereinen, Zerstreuen, Putzel, Schatten, das sind die ausgestreuten Schatten. Das haben wir jetzt hier schon mal hier in der Astronomie. Und ich sage nochmal, als ein Paracelsus vor ungefähr 500 Jahren, ziemlich genau, habe ich ganz klipp und klar gesagt, in Bezug auf Astrologie, das Siderische, ist nicht da oben im Himmel, es läuft inwendig in euch. Nicht um euch herum. Das ist noch das Klassische, du bist ein träumender Geist, das sind alles ausgedachte Sachen. Aber was natürlich jetzt hier interessant ist, wenn wir weiter runterfahren, und zwar schauen wir uns jetzt einmal die Beschreibung an, die Geschichte. Dann kommt was ganz Eigenartiges. Schauen wir mal vor 3000 Jahren, ich sage doch immer unsere 1000, 3x3 Wachstumsstufen im Spiegel. Ich habe da oft darauf hingewiesen, die Bewusstseinskurve, die Lichtgeschwindigkeit oder vom Jahr 1000 bis jetzt. Vor Null, These, Antithese, Synthese. Okay, das sind die 3000 Jahre, das dritte Jahrtausend. War das Sternbild Krebs im alten Ägypten unter dem Namen Ab-Shedui bekannt. Und es symbolisiert eine Schildkröte. Schildkröte heißt das Dude. Ich würde jetzt zeigen, wenn ich die Upanishad, egal was es ist, dieses UB ist zwar bloß ein kleines Kürzel, dass ich zufällig Udo Becher heiße. Genau genommen heiße ich Hans Udo Becher, da kommen wir dann gleich noch dazu.
Und ich betone auch jetzt wieder, es geht nicht um den Menschen, den du dir ausdenkst, das sind wieder Symbole, auch dein Name ist unheimlich wichtig. Wir hebraisieren das, der Wicht ist immer Vatersprache, da ist Ivri, dann wissen wir ab, hat zwei Seiten, das heißt zum einen Aufblühen und zum anderen Vater. Das ist ein Aufblühen, die erste Blüte, ich sage immer, ich bin der Erste und ich stecke jetzt in einer Hülle, Belut. Das ist der Lot. Der Lot ist der von Sodom und Gomorra. Ich verbinde jetzt viele Einzelteile der letzten Selbstgespräche zu einer Einheit. Wenn man die studiert oder mehrere Male angehört hat, dann sind kleine Heurekastors. Dieser Erste, der im Blut steckt, Belut in einer Hülle, der Lot. Das ist der Geist. Es ist aber auch ein Spross. Der Stammvater von allen. Das ist, wenn ich ab sage, ist es der Vater. Wenn ich af sage, das B spricht man nämlich auch wie ein W aus, wenn du unten schaust, dann haben wir das doppelt aufgespannt. Okay, und dann haben wir hier, den schauen wir uns dann gleich, den Abschied durch, den können wir gleich hier gleich reinspringen, dann machen wir den Krebs, also den wollte ich ganz kurz noch schauen. Das ist also symbolisiert eine Schildkröte im neuen Reich, im neuen, im neo-neuen Reich-Chat. Oh, ist das wieder ein Zufall, oder? Ich betone nochmal, in meiner Welt gibt es keine Zuspiele. Das wurde als das Stempel der Schildkröte bezeichnet. Jetzt hast du Shin Illit hebraisiert, der Logos des Kindes Karöde ist wie der Rode. Und der Rode, wissen wir, das hebräische Wort Rode ist dasselbe Wort wie Adam. Und ein Karabäus, den müssen wir uns jetzt extra nochmal anschauen, was das ist. Ein Billendreher. Jedes Wort, wie gesagt, wäre 400 Seitenbuch, der die Unsterblichkeit repräsentiert. So wie die Schildkröte für Tod und Wiedergeburt, das ist auch der Phönix aus der Asche ist. Mhm. Schöner Zufall, oder? Mhm. Dann springen wir jetzt gleich einmal hier, den mache ich gleich weg, dass das nicht so irr wird. Schau, das ist die Reinigung, die große Reinigung der Schildkröte. Mhm. Dieses Shetui machen wir jetzt einmal hebräisch. Und das ist Shat-Ti in der Konsonanten Radix. Und jetzt kriegst du ganz im ersten Moment, macht das nicht viel Sinn, du wirst aber gleich merken, das ist die klassische Hebräung, heißt das da mal zwei. Das ist JCH und ICH. Die zwei, das bin ich und du. Ich, der dich das jetzt träumen lässt, den wir uns jetzt ausdenken, und du, der du träumst. Das ist beides Geist. Das ist der Formbücherregal und der, der jetzt ein Leben durchlebt. Und aufgrund dieses Programms, wenn ich jetzt sage, die Bücher sind praktisch verschiedene Programme, Charaktere, der dich jetzt mehr oder weniger zu dem macht, an dem, zu dem du wirst, wenn du an dich selbst denkst. Und ich stelle dir diese zwei auf. Ich lege dich, setze dir ein, ich bestimme dich, ich richte dich, ich ordne dir an. Ich verschaffte mir ein Gewebe. Mhm. Ein Aufstellen, ein Einsetzen. Das ist übrigens, das Ganze passiert in einem Eck, wird es erweckt. Das ist dieses Gewebe. Da kommt dann ein Längsfaden, da müsste ich jetzt weiter, aber immer dran denken, viel wichtiger ist W, das W ist eben. Mhm. Schau das kleine Bild an. Wir schauen uns das dann noch genauer an. Atbar-Schwert 43. Von rechts nach links gelesen. Atbasch ist der gespiegelte Wert. Ist 3,4. Und dieses 3,4 ist der Glücksgott Jupiter. Mhm. Voilà. Fragen? Das ist übrigens der Sohn des Jakob, Ariane Ulrich. Mhm. Und Stellvertreter des Gatt. Da sind keine Zufälle drin. Das ist eine reine Matrix. Du lebst hier definitiv in einer Matrix. Das ist dein Traum, ist eine Matrix, ist ein Videospiel und du spielst zurzeit diese Rolle. Jetzt kann man natürlich hier das uns genauer anschauen. Du wirst feststellen, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Ich kann dir zeigen übrigens hier, dass der 26. Beret, dieses Beret, das ist das hebräische Wort für Euphrat. Was ist der Euphrat? Das E-Quadrat B-R-T. E-Quadrat ist UP. Mhm. Fragen? Das ist der Fruchtbarseiende, der Früchte trägt und die Früchte sind meine Geistesfunken. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weinstock und ihr seid die R eben. Deine Berechnungen sind eben, wenn du begreifst, um was es geht. Nicht um das, was ich
um diesen absoluten Mittelpunkt herumdreht, sondern um den Punkt im Zentrum, aus dem alles entspricht. In der Physik nenne ich das Vakuumfluktuationen, eine unendliche Energie, die nicht existiert, aus dem laufend Teilchen und Antiteilchen entspringen und sich gegenseitig wieder auslöschen. Das sind Gedankenwellen. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen Physik dazu gemacht. Stimmt oder stimmt? Ja. Also du merkst, wenn ich jetzt da reingehe, jede Kleinigkeit, das machen wir auch weg. Der Aufgang von Kenmut, das wäre jetzt wieder, da gibt es viele Untertitel, wenn man reingeht. Und das ist das Schöne mit der Vordersprache, du hebraisierst das ganz einfach. Wir wissen, Ken heißt definitiv Fundament. F unter, eine Facette, eine Welle unter, Mendio, überlegen und Lügen verbreiten. Und das wird dann gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinungen. Und die gestaltgewordenen, aufgespannten Erscheinungen ist das, was man entweder Sterben oder Tod nennt. Mhm. SD-Erben heißt wiederum, raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Ja. Und der klassische Tod. Der Tod wiederum, der Tod ist Schlaf. Nicht nur negativ lesen, weil den müssen wir wieder anders schreiben. Das heißt nämlich, du wirst Zeuge bis Ewigkeit. Das sind die deutschen Buchstaben Tod. Das ist dokumentarisch, belege ich dir. Wenn du alle Dokumente in dir, die du dir jetzt ausdenkst, aus dieser Riesenbibliothek des Internets, wenn du die alle, das ist das dokumentarische Belegen. Ich will jetzt das Dokument gar nicht tiefer eingehen. Wenn du die alle Bücher benutzt der Welt, die sind nämlich alles Puzzlestücke, ausgestreute Schatten. Ich habe dir das Putzel. Astrologische Konstrukte sind diese Bücher als riesengroße Chats. Wenn du die alle zusammenmachst, dann bist du der Tod selbst. Das hast nämlich hebraisiert, du wirst ein Zeuge bis Ewigkeit, dann bist du ich. Du hast keine Vorstellung, was wir leben, ich schon durchlebt habe, genauso wie du das jetzige lebst. Und jetzt kommt das Geheimnis, ich bin eigentlich du. Dein jetziges Leben ist ein Leben, das ich jetzt in dem Moment lebe. Weil ich, der vom Bücherregal, sobald ich ein Buch anfasse, werde ich zu der Hauptrolle in dem Buch, werde ich zu der Rolle, die ich spiele. Und ich habe das so oft gesagt. Ja. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Mhm. Das heißt, jetzt lasse ich dich träumen, dass du jetzt vom Computer sitzt und dir dieses Video anschaust. Mhm. Und da taucht jetzt zwei Pixelmännchen, eine Ariane auf und ein Udo auf. Und der Udo, dieses Pixelmännchen, der Lautsprecher, erzählt es nicht dem Pixelmännchen Ariane. Ich erzähle es dem, der uns beide jetzt ausdenkt. Die Ariane, die ich mir jetzt ausdenke, und den Udo, den ich mir ausdenke. Dieses Ich, das sich jetzt beide ausdenkt und dabei vollkommen vergessen hat, dass wenn es an sich selbst denkt, an den Ding, der jetzt vom Computer sitzt, den denkst du dir nämlich auch aus. Ja. Und der sich jetzt die drei ausdenkt, den erkläre ich das. Mhm. Aber um dir was erklären zu können, weil du nicht von unten nach oben schauen kannst, muss ich mich unter dich stellen als träumenden Geist. Das heißt, ich muss in deinen Traum in Erscheinung treten. Das kann ich ja machen, ich kann dich ja träumen lassen, ich kann das steuern, weil ich über dir bin. Mhm. In dem Traum, in dem du dich jetzt mit der Figur verwechselst, die du zu sein glaubst. Aber ich erkläre es als ausgedachter Mensch, nicht dem von dir ausgedachten Menschen, den du sagst, das bin ich, und der es mir erklärt, ist ein anderer, sondern den, der sich bei dir ausdenkt. Das ist das Prinzip. Das ist jetzt eine Sprache, die du durchaus, gleichgültig, ob du ein Impfgegner oder ein Befürworter bist, gleichgültig, ob du jetzt ein Katholik, ein Atheist, ein Buddhist oder ein Moslem bist, kannst du das verstehen mit deiner jetzigen Logik? Ich habe deine Logik so angelegt, dass du mir geistig folgen kannst, wenn du einfach meine Gedankengänge mitgehst. Das einzige Grundvoraussetzung, du musst Deutsch verstehen. Wenn du kein Deutsch verstehst, dann ist das wieder bloß Geräusche und dann sind wir wieder im alten Problem. Stimmt oder stimmt? Es ist übrigens die 13, von der ich immer wieder rede, das 13-jährige Kind. 13, 44, 44 ist das Kind. Mhm. 44. Das ist. Und die 13, wissen wir, ist die Liebe, die Einheit. Unser Eckart, die männliche Eins, der Erste. Das ist der absolute Erste. Und da haben wir dann genau immer wieder diese, in unserer Vatersprache, der Bruder öffnet. Heißt es. Ich bin dein Bruder. B-R-U-D-O-R. Das ist das Dudo. Die 23 habe ich im letzten Selbstgespräch gehabt, wenn du reinschaust.
aber ist jetzt gar nicht so entscheidend. So, den ablassen wir, glaube ich, genug sein, den lassen wir genug sein. Den Albinismus ist natürlich auch eine so schöne Sache, das Albus. All ist Gott, es ist nichts und das Bus ist weiß. Weiß ist es weit. Mhm. Wer ist jetzt von uns zwei der Weiße und wer ist der Schwarze? Wir haben gesagt, die Arani macht den Weißen und ich bin der Schwarze. I bin os. Bin. Mhm. Ich bin Gott. Mhm. Und der Bus, wenn wir den hebräisieren, der ist übrigens auch sichtbar, die kann man ja wieder rot und blau lesen. Das ist immer ganz wichtig. Wir können das positiv und negativ machen, wie alle Sachen. Da kriegst du jetzt ein Schwergehen, ein Zerstrampeln, ein Zertreten, aber rot inmitten verbunden, eine große, im Geist vereinigtes Bewusstsein. Albinismus, Albus, weiß. Ja. Wir haben auch ein rotes Weiß. Das ist das rote Weiß von Weißenburg. Mhm. Und wie gesagt, dieses Selbstgespräch, ich habe jetzt hier schon Kleinigkeit, das mache ich dann gleich, da bringe ich Papa Populi. Das könnt ihr dann im Update, kannst du im Update anschauen, wo diesem Video nachfolgt. Da mache ich jetzt erst einmal eine Kleinigkeit dazu, dass man uns jetzt hier, Holofeeling heißt es, die absolute Weisheit, das ist dieses Weiß, die absolute Weisheit versus fehlerhaftes Wissen. Geistlos nachgeäfftes, einseitiges Wissen, das mal als die einzige Wahrheit intronisieren will. Wir schauen uns einmal das Versus an. Wir beginnen jetzt erst einmal mit Ver. So eine Kleinigkeit, dieses Ver kommt von Veris, griechisch der Frühling, der Lenz, es blüht was Neues in dir auf und dieses Vere, was in dir aufblüht, ist die Wahrheit, die Tat in Wahrheit, die Wahrhaftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt das Aufblühen, nochmal, ich hoffe, dass du aufpasst, ich stelle es dann nochmal hin. Der Frühling, der Lenz, es entspringt in dir etwas. Wir werden es uns dann gleich anschauen, was in dir entspringt. Kleinigkeit, wenn wir die Seiten umdrehen. Und dieses Ver, das, was in dir entspringt, ist zuerst einmal das E-Quadrat. Das ist Verre. Das ist die Wahrheit. Mhm. Zuerst einmal einfach gelesen hat die Wahrheit mit etwas zu tun, was du wahrnimmst. Das ist eine Wahrnehmungseinheit, heißt das in Ich bin du immer. Es ist ein Unterschied, ob du etwas wahrnimmst, was du wahrnimmst, und die Wirklichkeit, das Wirklicht, das wirkende Licht, die Lampe im Projektor, wie ich das nenne, ist was anderes wie die Wahrheit. Ja. Mhm. Es wird in deiner Welt, in der Philosophie genauso nicht beachtet, dieser Unterschied. Für normale Menschen ist Wahrheit und Wirklichkeit dasselbe. Mhm. Gedanklich dasselbe, es ist aber nicht das Gleiche. Das sind jetzt zwei Seiten, schon von der Name Wirklich. Wirklich, das wirkende Licht, die Wahrheit, sind zwei Unterschiede. Das wirkende Licht ist die Lampe im Projektor und die Wahrnehmungseinheiten ist die Lampe, die Sonne, alles, was auf deiner Brille in Erscheinung tritt, was du da außen nennst. Die äußeren Lichter, es ist ein Licht und es ist ein Licht. Mhm. Wir können das natürlich auch spiegeln, aber das wird jetzt zu weit führen. Und wenn ich jetzt ein E dran mache, dann kriegst du deine, sorry, haben wir ja schon dran, das ist also die Wahrheit gemäß der Wahrheit und das ist Versus. Da kommen wir gleich dazu. Und darum ist es so wichtig, dass das der Frühling ist, der aufblüht. Mhm. Es entspringt praktisch aus dem Licht, springen diese Schattenwälder, die Bilder heraus. Mhm. Das ist, schau, die Zeiten der Bedrängnis. Und jetzt musst du was opfern, das, was du opfern müsst, in dem gelobten Erstling, GE-Quadrat, Licht ist opt, den geopten Erstling des nächsten Frühlings an den Menschen. Ein Herdenvieh. Schweine, Schafen, Ziegen, Rinder. Und was da noch nicht drin steht, Menschen auf. Dass man bloß die Tiere opfert. Die Menschen aber, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, auszuwandern. Zwang das Erstlingsopfer. Du kannst es festhalten. Diese Kleinigkeit, das, was der Frühling bringt, sind erst einmal Gedankenwellen. Wir schauen uns das gleich im Einheitskreis an. Die Blumen, das heißt im Licht. Du bist eine im Licht. Stimmt oder stimmt? Du bist ein Geisteswung, du bist das Licht selbst. Und du lebst nicht im Volumen, B und V. Der Unterschied ist, Volumen heißt einfach nur kreisen und rollen. Mhm. Es hat nichts mit Raum zu tun, sondern mit Raum. Ja. Es hat nichts mit einem Raum zu tun, sondern mit einem Traum. Wir sind BL, wir sind im Nichts, wir sind in Gott.
Wir können das mit 70 schreiben, dann bist du in einem Joch. Das L mit der 70. Mhm. Und ist es eine doppelt aufgespannte L, Le. Bildlich ein ständiger Wechsel. Bild, 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 ja. Bild. Nicht schlecht für einen Dilettanten, der auf keiner Hochschule war, oder? Ja. Große Mengen menschlichen Schicksals. Das werde ich dir jetzt einspielen. Sodom und Gomorra werde ich vollkommen vernichten. Oder ich lasse dich noch einige tausend Jahre drin ums Überleben kämpfen. Das ist das, was ich dir jetzt anbiete. Es ist keine religiöse Spinnerei, keine esoterische Spinnerei. Es ist reine göttliche Arithmetik, was ich dir sage. Genau genommen göttliches Mathe, das von Gott gelernte. Okay, ein ewiger Kreislauf. Wo war mein Pferd? Das reicht jetzt einmal. Und jetzt schauen wir uns den Versus an. Ich fange zuerst einmal mit dem Sus an. Mhm. Gleich von vornherein, unser Jesus ist ja das Pferd. Das wissen wir. Sus ist jetzt doppelt blau, ich werde ein Ross. Da steckt immer das Wort groß, wenn ich das sage. Geh-Ross. Dieses Ross schreibt sich übrigens auch Rosch, Beroschet. Das ist der Anfang, der Anführer, der Beginn von allem. Das Geschenk, englisch, engelisch gelesen, der Führer von allem. Das ist der Kopf. Der Kopf, das Ober, H-U-B. Schöne Frage, ne? Und dieses Sus im Lateinischen, so, schauen wir mal, was das heißt. Das ist die Wurzel Su, heißt Zeugen gebären. Der große Erzeuger. Der Geber, der Geburtsgeber, aus dem alles herausspringt. Alles, jegliche Form von Leben, das ist Ubi, Elayom, Gott das Meer. Alles, was zu existieren beginnt, beginnt aus dem Allerersten. Mhm. Jetzt ist natürlich hier schon wieder so negativ schwach, aber ich sage immer logische, doppelt aufgespannt ein. Das ist, was du aus dem Bild machst, wie beim Krebs, machst du Schalentier draus, das hat nichts Negatives zu tun. Das Schwa ist das Nichts, die Nichtigkeit, und das können wir jetzt mit 1, mit Elef schreiben oder mit Iin. Das ist dann ändert sich das wieder um. Das sind nur Perspektiven aus diesen einen. Und dieses Sus wird jetzt Versus. Und schau mal, ganz interessant, das kommt vor Sus. Ich könnte jetzt sagen, vor diesem Sus, vor diesem Pferd. Mhm. Aber jetzt ist ganz vor dir ist Sus. Das ist aufgespannte 260. Zwei verschiedene Raumzeiten. Jetzt zum Beispiel kannst du zwei Bilder ausdenken. Das Bild vom Schwarzen und das Bild vom Weißen. Mhm. Aber das heißt, kommt von Verto, das heißt das Umwenden. Schau dir das bitte mal genau an. Genauer, das Umwenden eines Pfluges. Wir drehen jetzt das, was du als Lüge betrachtest, wendest du um und du tust das unten nach oben und das oben nach unten. Ja. Und das Ganze wird dann auch dein Fuhr, ist pur, dein Schicksal umwenden. Ja. Das ist Fuhr, dann wird sich dein Schicksal wenden. Ja. Das, was du selber in dir losmachst, der dreht noch ein bisschen. Der Zufall, es gibt keine zufälligen Zufälle in dir. Du zerberstest ZRB-Erste. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten sind die Ersten. Das Kleinste ist das Größte, das Kleine, Kol, ein E. Wir schauen uns das Hebräische nochmal an. Das ist die hebräische Radix Kol, das heißt alles. Kol, Ein, nicht existieren, alles. Jetzt alles kann nicht existieren, nicht vorhanden sein. An was denkst du, wenn du an alles denkst, an das Wort alles? Das Wort alles ist aber nur ein Geräusch, das du denkst, das ist nicht alles. Rot gelesen weiß ich, was alles bedeutet. Ja. Dasselbe wie nichts, bloß gespiegelt. Und das ist E-Quadrat. Das Koll-Eine wird jetzt zum G-Ross, habe ich gerade gesagt, zum geistigen Kopf, zum geistigen Oberhaupt. Der Geist ist dieses Ross, Beroshit dann, nur anders ausgesprochen, anderer Blickwinkel. Zum Gipfel, die Spitze, wenn ich immer sage, der Gipfel eines Berges, nennen wir auch Gletscher.
Das geistige Licht ist P, ist die rote Weisheit des Patcher. Mir pinkelt keiner ans Bein und abgerechnet wird am Schluss. Und der Schluss ist immer jetzt. Darum sage ich, ich mache dich zum Richtigen, ich richte nicht einmal über dich. Ich habe das viel genialer eingerichtet. Ich habe dir eine extrem fehlerhafte Logik gegeben und du lässt dich über alles und jeden richten. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und du hast die Freiheit, das, was du bis jetzt einseitig ausgelegt hast, auch anders zu sehen. Du musst nur dein Wertesystem erweitern. Deswegen bleiben ja deine bisherigen Blickwinkel komplett auch als richtig bestehen, wenn du in diese Richtung schaust. Aber du kannst auch in andere Perspektiven reinschauen. Du kannst dir andere Meinungen, die du bisher als verkehrt, als die Kehrseite betrachtet hast, wenn ich das Ganze kenne, wie oft soll ich das hier noch sorgen? Hier diese Kleinigkeit mit der Tasse. Ich behaupte, das Ding hat einen Henkel und du scheißt mich jetzt an, dass ich ein Spinner bin und ein Fantast bin. Mhm. Ich sage, Impfen ist eine komplette Selbstentmachtung, weil du meinst, irgendwas, was du dir ausdenkst, könnte dich retten. Meinst du, ein Gedanke von dich kann dich retten? Du bist doch immer, wie willst du dich selber zerstören? Mhm. Versuch dich doch einmal wegzumachen. Da musst du zuerst wissen, wer du bist. Das Ding, der Affe, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der löst dich jedes Mal auf, wenn du nicht an ihn denkst. Bloß der kommt immer wieder, weil du meinst, du bist der ja. Das bist du aber nicht. Mhm. Das ist ganz einfaches Deutsch. Echtes Deutsch, Deutsch. So, das war jetzt der Versus, der Vorsus vom Umwenden, das Umwenden eines Fluges. Das führt uns dann zu diesem Ad. Das ist das weibliche Du, der Akkusativ im Hebräischen. Da müsste ich jetzt viel zu weit gehen. Dann wirst du nämlich plötzlich feststellen, wieso das auch ein Spaten ist, eine Pflugschar. Du an weibliche Wesen gerichtet. Die weiblichen Wesen sind immer die Logik. Ja. Mhm. Und du schneidest. Und jetzt denk einmal, wenn ein Pflug über die Nulllinie von Adama kreist, dann dreht sich das wie solche Spiralen. Schau das kleine Bild an. Der Fluch wirft es von unten nach oben und es gibt dann so diese Acker. Das Ganze ist wie eine Wunde, die in dir aufgerissen wird. Das sind aber auch Wunder. Trauma. Wir Griechen nennen das Trauma. Traumschöpfungen. Trauma. Das ist das große Spiel des Lebens. So, ich glaube, das lassen wir jetzt gut sein. Ich wollte eigentlich noch wesentlich weiter rein, weil das so spannend wird, wenn du jetzt dann nämlich anschaust, das heißt nämlich auch die Wendung im Tanz. Diese Wendung ist eine doppelt aufgespannte Endung. Das führt uns, das habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, zu dem schönen Wort Entropie. Das ist so, die weltlichen einseitigen Auslegungen führen dich so, wir haben da auch noch die Reihe, das Ack, Ack ist immer Eck, ein erwecktes Maß. Jede Kleinigkeit wird extrem tief und irgendwann landest du dann im Punkt 3 bei der Wendung im Tanze, den Tanzschritt. Der sogenannte Wendepunkt. Mhm. Das heißt also hier, wenn wir jetzt zum Beispiel Entropie nehmen, Entropos. Das ist extrem einseitig falsch ausgelegt. Da steht zwar hier in einer Wendung. Das ist aber das doppelt aufgespannte Ende. Schau das Bild unten an. Es dreht sich hier das Wenden selber, was hier jetzt Energie hier mit Umformung gebracht wird. Die Schmelze, da haben wir mal einen Eiswürfelfisch übrigens. Das sind jetzt Unterschiede. Fest geworden ist Eis. Das schmilzt jetzt. Das nennt man Entropie. Ich habe an der vorhergehenden Selbstgespräche, die muss jetzt eins klar sein, diese Verwandlung, die wir jetzt einmal ausgedachterweise beobachten können, dieses Wasser ist H2O und es wird nicht ein Molekül hinzugefügt oder weggelassen, es wird bloß der Aggregatzustand geändert. Und ich sage, wenn es jetzt nur Wasser gibt, El Hayom heißt Gott das Meer, und es ist unendlich groß, dann bist du letztendlich jeder Punkt in einer unendlich großen, jetzt vorgestellten Räumlichkeit, dreidimensional gedacht, ist immer der Mittelpunkt dieser Räumlichkeit. Und plötzlich erstarrt in dir ein Gedanke, das ist wie ein kleiner Eiswürfel. Es wird an dem Geist, sprich an dem symbolischen roten Wasser, nichts verändern durch das AGG, Agag, eine biblische Person übrigens, ein König. Bin ich auch, gibt es auch Geschichten. Das sind alles physikalische Formen im Dennoch. Diese Entropie, das führt dich dann zu dem Wort Tropos, da wenn du ein verschmitzter Sinnesart, einer, der für seine Aufführungen Peitschenhiebe verdient. Das bist du zurzeit.
Wenn du irgendeine Einseitigkeit nachäffst und du meinst, mit anderen rumzustreiten, dass du wüsstest, was weißt du eigentlich? Das ganze nachgeäffte Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher, egal welchen Status du jetzt hast, egal ob du Professor bist, ich sage, ich verschiebe dich Geist in ein Buch in ein anderes Jahrhundert und dann wirst du das genauso nachäffen. Du bist einfach nur ein vollgesogener Schwamm und du bist freigesprochen, weil der Schwamm sich nicht raussuchen kann, mit was er vollgesaugt wird. Das ist die ganze Art und Weise, dein Gebrauch, GE-Quadrat, das Äußere, Rauch ist Ruch, die vier Landes-, die vier Wege, die Sitte und die Sinnesart der Menschen, da ist unser Troppo, wenden, in die Flucht jagen. Das ist immer wieder das Gedrehte. DR heißt die geöffnete Berechnung, ihn, das Plus Minus ihn. Und das ist das Wichtigste überhaupt. In Gott, im Nichts, ist ein Fundament, eine Basis. Diese Basis ist das, worauf man tritt. Tri, meine Reihe in Pi. TT 400, 400. Das Ganze erzeugt jetzt eine rhythmische Bewegung. Hell, dunkel, gesund, krank, glücklich, unglücklich, satt, hungrig. Das ist aber immer jetzt. Das gibt kein Vorher und kein Nachher. Ich spreche nur Sachen an, wo ich sehr, sehr genau in anderen Selbstgesprächen eingegangen bin. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz das die Himmelsgaben an. Jetzt muss ich kurz schauen, wie wir in der Zeit sind. Gut, passt noch. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz in den Jakob Lorber rein. Das sind alles, jedes Buch, jede Kleinigkeit, jedes Lied, das in dir auftaucht, ist eine kleine Facette aus diesem heiligen Ganzen. Jede Internetseite entspringt ja aus dem Internet, gehört zu dieser großen Kollektion. Und ich sage, du hast es weder zu verändern, höchstens zu vervollkommnen, wenn du bloß einseitig das anschaust. Das ist der große Schöpfungsmensch. Und jetzt schauen wir schon wieder, hier haben wir, der Geist ist das Ross. Das ist Jesus. Und ich behaupte, dass ich du bin. Und das ist der große Schöpfungsmensch und seine Rückkehr. Das passiert jetzt, wenn du mir meine Hand nimmst. Du musst nichts tun dazu als Geist. Ich sage, als träumender Geist musst du gar nichts tun. Es wird sich dein Traum so verändern, wie du den Joystick bewegst. Und am besten lässt du den so, zerst einmal laufen. Ich sage, ich mische mich in dein Leben nicht ein. Du sollst zum Beobachter werden. Und du wirst dann merken, wie du ständig hin und her gerissen bist von Meinungen oder ganz massiv in einer Meinung starr vermauert bist. Dann bist du die Frau von Lot. Du drehst dich rum, weil du von deiner alten Logik nicht loslassen wirst und du wirst mit Sodom und Gomorra vergehen. In deiner Rolle, wohlgemerkt, nicht du Geist selber. Du bist dann bloß täglich grüßt das Murmeltier, du fängst wieder von hier an. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wie ist der Phil? Die Liebe, Phil, im täglichen grüßt das Murmeltier, wie hat er das durchbrochen? Indem er die Sinnlosigkeit gemerkt hat, ein Kotzbrocken zu sein, mit anderen rumzustreiten. Er ist einfach zu einem lieben Menschen geworden, hat allen geholfen, bis er der Geliebteste in der ganzen Stadt war. Und dann läuft der Film weiter. Eigentlich auch schon irgendwie, wenn ungerecht, irgendwann hat man sich dann einmal schön eingerichtet, dass man von allen geliebt wird und dann beginnt ein neuer Film. Du musst aber dann nicht mehr ganz von vorne anfangen. Ich habe schon gesagt, wenn du als Erwachsener einen Roman liest, das ganze Kinderkack nochmal durch die Schulen gehen, das wirst du alles machen, immer und immer wieder. Und dann, im nächsten Leben, suchst du dir ganz gezielte Rolle aus wie ein Schauspieler und beginnst gleich als Erwachsener. Und ich mache hier nur einige kleine Sachen. Ich bin da schon drauf eingegangen. Das ist jetzt Jakob Lorber, der nennt sich selber der Schreibstift Gottes. Du kannst da viel, diese Lorber-Offenbarungen, das sind jetzt die Himmelsgaben, die Namen sind jetzt austauschbar. Der hier spricht, ist Jesus. Lorber schreibt es nur nieder. Das macht zum Beispiel auch eine Ariane, wenn sie was schreibt, oder ein Folger oder ein Holger oder eine Diana oder ein Rede oder die Namen, das sind die Schreibstifte Gottes. Eigentlich alle, der Einstein, jeder, den ich mir ausdenke. Ich muss mir einen ausdenken als Geist, der jetzt als Person in deiner Welt ist, das dann mal niederschreibt.
Das ist so, egal wen du jetzt denkst als Geist, du erschaffst ihn jetzt, ob das der Einstein ist oder der Sokrates. Ich sage das immer wieder und du tust mit deinem fehlerhaften Wissen dann bestimmen, was der geschrieben hat und was der gemacht hat. Das ist aber nur ständig wechselnde Bilder hier und jetzt in deinem Kopf. Und wenn du Geist bist, kannst du das akzeptieren. Das kann jeder 13-Jährige sofort nachüberprüfen. Jetzt sofort auf der Stelle. Wann existiert Putin? Wann existiert Seehofer? In dem Moment, wo du sie denkst. Und jetzt frage ich dich, was denkst du charakterlich von Putin oder von Seehofer? Und jetzt tausch diese Politiker-Zombies die Namen aus. Dann kannst du doch ganz genau nachschauen, wie du die empfindest charakterlich. Aber ist es deine Meinung? Hast du die jemals kennengelernt auf der Brüssel-Ebene? Oder hängst du in einer stochastischen Trüffelschwan in einer einseitigen Schiene? Was denkst du von den Rechten? Würdest du mal wertfrei, einfach nur unabhängig, was du im Hintergrund für einen Glauben hast, zuhören, was Rechte im Bundestag oder in Landtagen von sich geben, dann würdest du ständig nicken. Aber da hört ja keiner zu, weil man weiß ja von vornherein, rechts ist schlecht, weil du so programmiert bist. Rechts kommt von rectus, von aufgerichtet, von richtig. Links ist umgedreht, links ist verkehrt, der ist linkisch. Und du hast zurzeit einen absoluten Linksfaschismus. Die Geschichte wiederholt sich bloß. Es ist kein Unterschied mit Impfzwang, mit all dem ganzen Zeug. Und wieso? Ja, weil 70-80% der Bevölkerung, das sind kleine Zombies, die sich am Leben erhalten wollen und das, was man ihnen über Massenmedien eintrichtert, einfach nur nachäffen. Es sind Affen. Ja. Ein alter Satz vom Udo Frest, scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Qualität wirst du nie in der Masse finden, weil breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Überleben tut eigentlich bloß ein Allereinziger. Das ist der, der sich's ausdenkt. Weil der nämlich nichts ist. Das bist du. Du bist das Einzige, was dieses Spiel überlebt. Und dann doch wieder überleben, merkst du, ist schon wieder eine Kehrseite. Dieses Überleben ist Welt. Das ist die Welt einer Gedankenwelt. Also schauen wir da kurz rein. Nachdem wir, ich und du, in der 11. Stunde, 11 ist AI. AI ist das da mal nichts. Der Schöpfer Gott groß gelesen. Ich rede jetzt nur von dem Namen, nicht das Wort 11. Das ist nicht. Und das heißt auch wo. Wo? Ich sage immer Kategorie, denk an die Kategorie 3. Rote Kategorie 3 Frage ist, warum ist das jetzt? Weil ich es denke. Und warum denke ich jetzt das? Weil mir mein Intellekt, mein Schwamminhalt, der Intellekt, dieser eine Intellekt von unendlich vielen Schwamminhalten, von intellektuellen Denksystemen, weil der mir das vorschreibt, so zu denken. Und wo ist es jetzt, was ich denke, hier und jetzt in meinem Kopf? Meine Information. Und wann passiert es, was ich denke? Jetzt. Du kannst dir jetzt ein Kriegsende 1945 denken. Sehr interessant, ein Kriegsende 1945. 45 ist Adam. Hättest du schon aufwachen können. Da bist du aber nicht aufgewacht. Was hier passiert ist, dieser ständige Wechsel, dass alle, die an die Macht wollen, die Welt verbessern wollen, sind schlechtweg Lügner, weil die gar nicht wissen, was Welt ist und was sie selbst sind. Ich mache mal ohne, wohlgemerkt ohne Schutzzuweisung. Ich sage immer wieder, das, was ich dir einspiele, was du träumen musst, kannst du dir nicht raussuchen, so wenig wie irgendjemand, den du dir ausdenkst, sich raussuchen kann, dass du in dir so denkst. Wir springen jetzt einmal hier in die jüngere Bundesrepublik Deutschland. Und zwar habe ich erstmalig die Grünen in den Bundestag kommen. Ich rede jetzt ganz gezielt, da haben wir hier zwei Jungspunde, einen Schröder und einen Fischer. Der eine grün, der andere rot. Die haben dann dieses spießige Anzugwesen, der Banker, wie ich das nenne, mit Anzug und Geschniegel, das saubere Auftreten, ist ein logisches Konstrukt, wie gesagt, keiner sucht sich das raus, gesprengt, indem sie hier mit Dornschuhen und Rollkragenpullover im Bundestag aufgetreten sind. Dann durch dieses Zwanghafte der Grünen an die Macht kommen, wurde Fischer, ein Obergrüner, wurde zum Minister vereidigt in Dornschuhen und Rollkragenpullover. Die Welt verbessern. Ich würde ja nur sagen, was die Grünen sind zurzeit. Das ist nichts anderes. Die sind immer noch sehr alternativ, machen immer ein bisschen auf Alt-68er. Übrigens 68, gespiegelt 86.
von dem weltlichen Wissen, wenn du die jetzt anschaust, von den Altachter 60er, sind ganz wenig übergeblieben, die wirklich gegen das Establishment rebellieren. Das ist die Sache jetzt mit den Bankern. Das sind alles Banker geworden. Was der wahre Charakter ist, ich sage, jeder, der in der Opposition sitzt, will eigentlich nur an die Macht. Und wenn er an der Macht ist, macht er dasselbe wie die, die er vorher bekämpft hat. Schau mal in die Biografie, was der Herr Fischer jetzt macht. Hat natürlich nur ausgedacht und keine Schutzerweisung. Er ist in der Hochfinanzlobbyist für die Automobilindustrie. Der ehemalige Vorzeigegrüne. Was macht unser Schröder, SPD, Sozialstaat? Hochfinanz. Es ist nur Neid. Es ist immer nur der Neid. Jeder will nach oben und keiner will nach unten. Und ich sage dir, die Kleinsten werden die Größten sein, aber du musst es rot lesen können. Es sind symbolische Bilder. Deine hyperreal wahrgenommene, sinnlich wahrgenommene Welt und deine rein gedachte Welt, deine fiktive Welt, ficken kommt von hin und her bewegen, raus und rein schwingen. Das ist also die 11. Stunde um den verlorenen Sohn. Das bist du. Du Geistesfunken, der du mich jetzt sprechen hast, du bist mein verlorener Sohn und ich will dich jetzt, dass du heimkommst wieder. Haim, Hayom, zu mir heimkommst. Von seinem Aufgang bis zu seinem Niedergang begleitet. Wir haben diesen verlorenen Sohn begleitet. Der verlorene Sohn ist der Mensch, den du, der Ben, die polare Existenz, die du dir ausdenkst. Und beleuchtet haben und auch die Zeit berechnet und die Stunde neu bestimmt. Das ist jetzt. Das ist heute. Es wird heute passieren. Alles, was passiert, passiert heute. Morgen wird nichts passieren und gestern ist nichts passiert. Du wirst jetzt gleich feststellen, hier habe ich es komplette Holophilik geschrieben zu einer Zeit, wo es noch keine Computer gegeben hat. Jetzt zurückgeblättert mit den Möglichkeiten, es auszudrücken. Alles ist da drin. Wir können auch bei der Buddha lesen oder den Upanishaden lesen. Es gibt eine Quelle. Ich bin der, der ich bin. Okay, dann kommt die 12. Stunde. 1, 2 ist ja ab. Den haben wir gerade schon gehabt. Und wir, so wollen wir in dieser 12. Stunde sehen, wo und wie dieser verlorene Sohn durch und durch gedemütigt wieder zurückkehren wird in das große Vaterhaus, Geros, der Geist Jesus. Stimmt oder stimmt? Es ist, ihr lasst euch so trügerisch von den Bildern manipulieren. Ich schaue mal, ob wir da einen Ton haben. Habe ich da irgendwo oder Feeling? Weißenburg. Das ist das Ende der Welt, meine Freunde. Nochmal Welt, hast aufgespanntes Brandopfer. Augenblick für Augenblick. B-Brandopfer, das ist WLD. Welt, haben wir gerade angeschaut. Mit der Vordersprache, mit Matrix-Code. Der Yellowstone. Columbia. Die Taube. Zum größten Vulkan der Welt. Was war das? Nicht umdrehen, sieh mich an. Das auf dem Bildschirm ist natürlich gut, es sind ja nur Computeranimationen. Nein, das ist wahre Prophetie und ich lasse jetzt das extra wenn laufen, was ich jetzt dann sage. Ich sehe aus. Das ist mittlerweile hier vom Filmtechnik. Wenn hier 9-11 anschaut, ja, aber das haben doch weltweit die Menschen an dem Fernseher gesehen. Ja, ein Fernseher gesehen. Pixel, wo du siehst. Ja, du musst cut. Was ist jetzt da? Richtig. Es ist ein Konstrukt. Du denkst jetzt welche aus, die das weltweit gesehen haben. In einem polaren Rand einer Gedankenwelt. Das ist die Welt. W-E-L-D auf Hebräisch. Deutsche Vatersprache. Aber pass auf, was jetzt kommt. Aber da sind doch welche in New York gewesen. Da waren doch tausende von denkst Menschen. Denkst du dir jetzt? Es sind deine Gedanken. Schau einfach cut, was jetzt da ist. Du und deine Gedanken. Und jeder Gedanke, den du neu denkst, wird durch den nächsten Gedanken zerstört. Im Jetzt. Immer jetzt. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Inge Michael, das ist ein Amerikaner, also das seit ersten Gespräche waren, dann kommt diese logische Antwort. Ja, aber wenn ich doch jetzt nach New York fliege, dann sind die Türme doch nicht mehr da. So, ich stimme, das wird genauso sein, wie dein Programm das in dir aufbaut. Und wenn ich jetzt in dein Krankenhaus war, dann sehe ich doch die ganzen Kranken. Stimmt. Dann glaube ich, G-L-A-U-B, die Beschwörungskunst, hör auf, meine Ende zu schwören. Du musst unterscheiden, ob du bloß was vom Hörensagen kennst und dann eine Vorstellung aufgrund der Worte aufpasst oder ob du das sinnlich wahrgenommen schon auf deiner Verabredung gehabt hast, bevor du
Jetzt kommen wir dann gleich zu dem Austauschen dieser zwei Seiten. Mein Klingelingeling-Beispiel. Mhm. Ich habe das so oft erklärt mit dem Klingelingeling. Wenn du ein Geräusch hörst, dann denkst du an was, an den Vogel, an dein Handy. Du denkst dir zum Beispiel, wer ruft mich jetzt an oder wer ist da unten, wenn es die Haustierglocke ist, wenn du dieses Geräusch so definierst. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du nämlich einen Reizauslöser, der jetzt in dir auftaucht, aufgrund dieses Reizauslösers deine Information veränderst und denkst dir jetzt, wer ruft mich jetzt an? Und wenn du jetzt in dich reinschaust, was du glaubst, was du feststellst, dass du die Kausalität auf den Kopf stellst. Weil es geklingelt hat, denkst du an einen Anruf und du glaubst, da außen ist ein Anrufer, auch wenn du nicht an ihn denkst. Und weil der dich jetzt anruft, wo du ja nichts davon weißt als träumender Geist, klingelt es in deinem Kopf. Lass das auf dich wirken. Das ist schlichtweg ein Umdrehen, ein Spiegeln einer Kausalität des Dem, der mit dieser Logik arbeitet, komplett logisch erscheint. Jetzt mache ich die andere Seite dazu. Ich bin wieder übrigens bei uns Impfbefürwortern und Impfgegner. Das sind Impfbefürworter, die denken so, die setzen nämlich Reizauslöser, bauen dann hier und sich jetzt voll die Krankenhäuser auf und glauben, die sind schon, bevor sie sie ausgedacht, da außen gewesen, weil Coronavirus da außen ist. Jetzt kommt die andere Seite. Ich bin im Jetzt, ich sage Cut, ich schaue, was jetzt da ist und dann erkenne ich, meine Information ist klingeln. Zwanghaft, ein Mech-Animus, ein Gehirn, ich muss. ANI, schöpferische Existenz eines Intellekts, reagiert auf dieses Geräusch und formt in dem Moment die eigene Information um zu dem Gedanken, wer ruft mich jetzt an? Weil es klingelt, denke ich an einen Anrufer. Weil ich jetzt piep höre, denke ich an einen Vogel oder an einen Rasenmäher oder an eine Kirchenglocke, je nachdem, was es für Geräusche sind. Geräusche sind Worte. Im Anfang ist das Wort. Das heißt, der Impfgegner, unbewusst denkt eigentlich geistreich, bleibt ihm jetzt, sagt der Virus, als Hirngespinste, hat man uns bloß erzählt. Hätten wir uns das nicht erzählt, wird es das nicht geben. Es ist eine Grippe wie jede andere Grippe auch. Das ist genau das Klingelingeling-Beispiel, bloß dass wir das jetzt hier umdrehen in Impfgegner und Impfbefürworter. Okay, ja. Zu welchen du gehörst, ist aber beides einseitig. Ich sage bloß, der Unterschied zwischen diesen zwei Seiten, schau das Bild an, besteht darin, dass ich die eine Seite hier und jetzt in der Regel sofort überprüfen kann, wenn ich das beobachte, was ist. Die Panik der Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, ist doch bloß, weil ich mir jetzt Menschen denke, die panisch sind. Und wer zwingt mir das auf mein Programm? Das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, den du zu durchschauen hast. Jetzt schauen wir mal mit Gott, wenn ich immer ich sage, ich bin Gott. Die Ursache ist dein Glaube, dass sie nicht mehr da sind. Ein anderer, der jetzt das nicht ist grüßt. Übrigens auch das Tigerkäfig-Beispiel. Das ist sehr, sehr tief, wo der kleine Junge reingeht in einen Tigerkäfig mit einem Menschenfresser, so nennen er die das, und drum schmust. Und dann geht der Kleine raus und der Wärter ist total entsetzt. Der sagt, wie hast du das jetzt gemacht? Das ist doch ein wilder Diecher. Wieso, das ist doch kein wilder Diecher, sagt das Kind in seinem Glauben. Das ist doch bloß eine große Schmusekatze. Der ist rein und hat mit der Katze geschmust. Und dann ist der Wärter total durcheinander und dann geht er zu dem Meister, wie er das zu verstehen hat. Und ich, der Meister, sage ihm, pass auf, es ist ganz einfach. Du erlebst die Welt, an die du glaubst. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das Kind, wenn du im tiefsten Innern dieses unschuldige Kind erlebt, um sich herum einfach nur diese Figuren. Und wenn der sagt, das ist eine große Schmusekatze, ist das eine große Schmusekatze. Und dann geht er da rein und dann schmust die Katze mit ihm, der Tiger. Dann sagt der Wärter, ja, aber wenn ich jetzt reingehe, der Tiger schert sich doch an Dreck rum, was ich glaube. Wenn ich reingehe, wird er mich anfangen und auffressen. Und ich lächle und ich sage, stimmt, es wird genau das sein, was du glaubst. Du lebst, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen Traum. Und sobald die zwei Sachen überschneiden, ich bin wieder beim Thema, die vollen Krankenhäuser und die leeren Krankenhäuser. Die einen erleben den Traum und die anderen erleben den Traum. Es ist aber immer derselbe Geist, der beide Träume träumt. Und wenn du über den Dingen stehst, siehst du alle Perspektiven gleichzeitig. Dann bist du ich. Und dann bist du aber in einem komplett anderen Bereich, der nicht beschreibbar ist. So wenig, wie ich immer sage, du ein Säugling beschreiben kannst, was körperliche Sexualität ist. Und ich kann dir, solange du noch die Rolle eines Trockenlassenaffen spielst, nicht erklären, was ein geistiger Orgasmus ist. Eine absolute Einswertung und Verschmelzung mit allen. Ich nenne das übrigens Holophilie. In seiner kompletten Traumwelt, ohne irgendwas, die wird hinfliegen, in den so einem Traum sind die Türme noch da. Aber wie in einem Videospiel, durch ständig wechselnde Bilder auf dem Monitor bzw. auf der VR-Brille. Kann auch sein, dass du jetzt in deinem Leben auf Seite 20 bist und
dann sind die Türme noch da, wenn du das hörst. Auf der Seite 50, wenn du das hörst, wohlgemerkt, du hörst es jetzt. Es kann sein, dass du jetzt eine Rolle spielst, in der du 50 bist. Es kann sein, dass du eine Rolle spielst wie bei den Simpsons. Die Wirklichkeit, du musst weg von der Zeit. Das Beispiel mit den Simpsons kannst du ja nochmal anhören. Was hier nicht angreift, ist das raumzeitliche materielle Weltbild. Weiter, ich muss jetzt schnell machen, wir wollen doch unseren Jupiter noch machen. Das ist jetzt der Jupiter, wo es da gegangen ist. 17 Uhr müssen wir raus. Okay, jetzt pass auf. So, wir machen jetzt mal Bilder. Das sind jetzt zum Beispiel Bilder. Das ist das, wo die Presse, das Framing, wo ich sage. Jetzt echt Bilder. Jetzt machen wir ein wenig krasser. Sind es Menschen? So, jetzt verweise ich in einem der vorhergehenden Selbstgespräche mit den Ehrlich Brothers. Zauberkunststücke, die vier Stufen der Zauberkunststücke. Hast du ein Kartenspiel gesehen? Hast du Menschen gesehen, die sich auseinandergesägt haben? Ist dir aufgefallen, wie der Hintergrund ausgetauscht wurde? Was war eigentlich die ganze Zeit da? Du hast du überhaupt gar keine Menschen gesehen. Ihr Menschen, sage ich als Jesus, ihr glaubt außen zu leben, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Verkaufen willst, halt ihn einfach irgendwie die Illusion von blutenden Kindern hin oder irgendein Todeskindern am Strand, definitiv immer nur ein Fetzen bei dir. Du wirst zwanghaft mit Mitleid reagieren. Mit wem leidest du jetzt eigentlich mit? Mit den Eltern? Mit dem Kind? Wo ist dein Kind? Wo sind Eltern? Cut! Was ist jetzt da? Ja. Das beschwörst, dass das da außen gelaufen ist, Schwester Meinert, und jeder, der ab jetzt eine Meinert schmiert, den schmeiße ich immer wieder zurück in diese Hölle. 2017. Gemerke ich jetzt immer wieder dasselbe. Dieselbe Geschichte im Hintergrund, aber nicht das Gleiche, in minimalen Variationen. Normale Welt denkst, wo du ums Überleben von etwas kämpfst, was schon weg ist, wenn du nicht mehr dran denkst. Ein Gedanke von dir kann ich leiden, auch dein Körper kann ich leiden. Da kann ich tausendmal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, der es mit Sicherheit nicht spürt, ist dein Zahn. Wenn du Kreuz- oder Kopfschmerzen hast, das sind ausgedachte Dinge, sind nicht in der Lage zu leiden. Alles Existierende kann weder was wissen noch was spüren. Für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn du mit irgendwas sympathisierst, mitleidest, vermehrst du in dir das Leid bis ins Unerträgliche. Du magst es, du hättest die Freiheit, es anders zu sehen. Schau doch einfach, was jetzt da ist. Ja. Super. Ist so. Ich meine, dein. Kann man wieder schauen, schau in dich rein, ob es dich berührt? Berühren. Schau das kleine Bild an. Inwieweit berührt dich das? Das kann durchaus auch Spaß machen. Wieso schauen sich die Leute Gruselfilme oder Horrorfilme an? Es kann auch positiv unterhaltsam sein. Immer an die vier Seiten denken. Ja. Mache ich das jetzt als Zeichentrick irgendetwas? Halte ich an? Das ist der Test. Ja. Die Flackernäppchen, mache ich Zeichentrickfiguren draus, immer wieder dasselbe Spiel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Das hier, GDA. Seine offene GDA. Welt, ein Computerspiel. Die erscheinende Schöpfung ist ein Wachraum, ein Wachzimmer, eine Zelle. ZL heißt übrigens Schatten. Jetzt passt doch mal genau auf. Das sieht natürlich jeder, dass das nicht echt ist. Jetzt mache ich einen japanischen Film über den Megatsunami. Das ist ein Kinofilm, ein japanischer. Das eine wie das andere ist ein Monitor, den du anschaust, ob der Film läuft, ob du jetzt, wenn du vor einem HD-Fernseher sitzt. Das ist ja ganz interessant von HD-Fans hier. Wahrgenommene Öffnung. Schau, eine wahrgenommene Wahrnehmung geöffnet. Das ist das Echo. Das Echo von außen. Ein Widerhall, eine Spiegelung. 9, 9. Kann man auch ein Freudengeschrei nennen. Das ist die Frage, wie definierst du Freude? Angst kann Freude sein. Das ist, jetzt müssen wir in das Farbenspiel wieder reingehen, wo im Vorhergehen gesprochen wird. Es ist schlichtweg und einfach ANG. Das sind die Buchstaben ANG auf Hebräisch geschrieben als Freude, Genuss und Vergnügen. Es ist alles eine Frage der Definition. Schau den Hintergrund an. Du jetzt die zwei Stellen umstalten. Fällt euch was auf? Das sind Computer an, die Wellen sind dieselben. Wenn ich es genau erwische, habt ihr komplett dasselbe.
Das ist ein Programm, das sind Programme in Programme, die ineinander gestanzt werden. Das ist logisch, das sind keine... Das sieht ja jeder, das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Mhm. In dem Moment, wo ich das ja so sehe, weiß ich, da außen ist ja nichts, ist ja nur. Mhm. Glaubst du? Das sind übrigens Nachrichten bei dem Tsunami in Japan. Ja, ja. Wie der Große mit dem Kernkraftwerk. Mhm. Das sind Nachrichtenbilder. Es ist derselbe Monitor und dieselben Lämpchen, die flackern. Das ist aber da außen. Ist das sicher? Das ist interessant, ne, wenn man sich selber verarscht in dem ganzen Spiel. Das ist nicht da außen. Das ist eine Kopfanimation. Du schaust dieselben Monitor an. Ja. Du lebst in der Welt deine Interpretationen, weil du ein tiefgläubiger Materialist bist. So wie die Kirchen dir das zurzeit vormachen. Verdammt nochmal, geht zum Impfen. Gott wird euch nicht helfen, wenn ihr euch dem Virus einfangt. Ihr spuckt doch euren Gott ins Gesicht. Das ist bloß besser programmiert. Ja, das lassen wir jetzt doch mal gut sein. Und dann gehen wir da wieder ein bisschen weiter. Also kommt zurück ins große Vorderhaus. Und jetzt kommt dann hier, um aber dies völlig zu verstehen, ist es nicht hinreichend, dass wir nur das Weltstäublein. Beschwörung. Brandopfer. Beschwören. Erde genannt. Erde ist erwecktes Wissen. Ein wenig durchschaut haben, sondern es ist nötig, da ich zu diesen ZW-Ecke, die Geburt einer doppelt aufgespannten Ecke, in der euch bewussten Kamera, bewussten Kamera obscura des Geistes. Mhm. Kommt dir bekannt vor? Ne? Merkst du, dass alles aufeinander aufbaut? Mhm. Eine schon kleine, erwähnte kleine Vorrichtung hinzugegeben habe, noch einmal in diese, neuen, in diese neo-neu eingerichtete Kammer. Kamera heißt ein G-Wölbe, G-E-Quadrat. Wie oft soll ich das sagen? Und eine geöffnete Ecke. GE-Quadrat webt sich aus dir heraus, das ist das Gesichtsfeld vor deiner Farbbrille. Und diese gewölbte, geöffnete Ecke, ich mache sie mal so, schau das kleine Bild an, ist eine Wölbung, wie Oll. Oll, das geht wie Öl runter. Dieses Oll ist das, was du dir überlegst und ausdenkst, das, was du hochhebst, das Beschweren, das obere, die Höhe, HWH. Wellenberg und Wellental, schau es dir an, das kreizt. Ein hölzernes Joch. Was ist ein Joch? Du trägst ein Joch oder du bist ins Joch gespannt. Den meine ich nicht. Wie oft muss ich euch das noch zeigen? Da, Gedankenwellen. Ein Gebirgsjoch. Das ist das Problem, das Vorgebirge. Das sind deine Gedankenwellen. Ins Joch spannen. Hier hast du, das sind die Wellen. Das kann ich jetzt auch, das sind die Schadim, die weiblichen Brüste, wo du dein weltliches, dein Kelf, deine Milch einsaugst. Dann bist du ins Joch gespannt, wenn du an der weiblichen Brust deiner Logik liegst oder der Logik irgendwelcher anderen. Ja. So. Einen etwas weit gedehnteren Blick zu. Ich sage es euch aber zum Voraus. Machet euch gefasst. Denn dieser Anblick wird euch etwas vor euer Auge, AGN sind die Becken, hebräisch, führen, das bis auf diese Zeit noch in kein kleines Menschensinn gekommen ist. Mittlerweile habe ich das ein bisschen erweitert. Ja. Was ich dir mit Holofeeling sage, ist auch noch in keinen anderen Menschensinn gekommen, außer in die Geistesfunken, die, in denen ich Holofeeling auftauchen lasse. Was jetzt ganz wichtig ist, vermöge dieser neuen Vorrichtung, wir öffnen die Tafel. Das Wort Tafel wäre es jetzt wert, dass wir zwei Stunden drüber reden, das machen wir aber nicht. Zur Aufnahme eines gerossen Bildes, Beilet, im Kind des Es. E-Quadrat S heißt, unser Bewusstsein ist im Kind. Wir sind das Zentrum von dem Bewusstsein, J-C-H-I-C-H. Und alles hüllt uns ein, in Hützenklo. Kommt dann unten. Aber jetzt kommt das allererste, was wichtig ist. Auch wohl natürlicherweise selbst etwas vergrößert werden müsse und statt der früheren, der generierten früheren waagrechten Lage
Das ist die longitudinale Sichtweise. Schau unten hin das Bild. Hier sind die Bilder. Du denkst dir von hier was in die Vergangenheit und in die Zukunft. Müssen wir in eine Senkrechte nehmen? Anoki, du musst erst einmal ein rotes Ich, wann ins Lotrechte gehen. Das ist das rote Ich. Und Lot wiederum, das ist der, der Sodom und Gomorra verlässt. Der die Verhüllung, Enthüllung, Apokalypse. Ich bin das Lamm in der Offenbarung. Und Belut, heißt Blut, heißt in einer Hülle stecken. Aber schau dir das einmal an, wer das ist. Das ist der Adam. Und wo geht er hin? Im Pyramidenwert in die Spitze der 111. Das ist Aleph. Wer hören kann, der höre. Jeder Mensch wird zuerst einmal von sich selbst in seinem eigenen Individuum-Mikroallbewusstsein als unbewusster Enos-sterbliches Säugetier Menschenaffe mit einer Hülle, das ist Lut, aus Blut geboren. Du bist bloß ein Hautsack gebildet mit Blut und Fleisch. Das bist du nicht. Das ist dein Gefängnis. Du geistest von steckst zurzeit in einer Hülle aus weltlichen Belut. Und dort bist du ein Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Und die ganzen Söhne, das ist deine Chronologie, dein darwinistisches, geistlos nachgeäfftes Trockennasenaffendenken. Nichts lässt sich leichter widerlegen wie der Darwinismus, mein Kind. Denk nur mein 1, 2, 4, 8, 16. Ja. Unsere Perspektiven. Rein arithmetischer, hundertprozentig sicherer Beweis, ein zahlentechnischer arithmetischer Beweis, dass die ganze ausgedachte von dir Vergangenheit schon arithmetisch gesehen gar nicht so gewesen sein kann, wie du dir das ausrechnest. Es ist ein riesen Rechenfehler drin. Kann man auch nachlesen. Nun seht, unsere Vorrichtung ist getroffen. Die weitgedehnte Tafel. Jetzt springe ich ein bisschen weiter runter. Das ist dann nun seht, genau hin auf die Tafel. Und sobald ich das Wort Epheda, das heißt, ich öffne dir, öffne dich selbst, da werdet ihr ein großartiges Bild auf der Tafel schauen. Und nun denn, da eure Blicke dahin gerichtet sind, sag ich, öffne dich. Das ist das, was die Christen normal Himmel nennen. Ich öffne dir aber nicht den Himmel da oben, das Gegenteil von der Hölle, sondern ich öffne dir wieder den Mittelpunkt, aus dem Himmel und Hölle entspringen. Ja. Okay? Ja. Und das ist jetzt natürlich sehr interessant, wenn wir hier reingehen. Ich habe jetzt nicht, du merkst, wenn ich ein bisschen was mache, es sind so Kleinigkeiten und ich kann euch nichts anderes dazu sagen, als dass euer Schluss vor der Hand seine Richtigkeit hat und so ihr noch etwas tiefer denken wollt in El Hayom in Gott, dass wir noch tiefer hinabsteigen in diese göttliche Logik. So möchte ich auch wohl bald in dieser weislichen Figur die Gestalt in der Weib ausgedacht, weislich, weiß leben, in dieser lebendigen Figur die Gestalt des verlorenen Sohns erblicken. Das ist jetzt ein ausgedachter Mensch, der eigentlich genau genommen vergessen hat, dass er nicht dieser Trockennasenaffe, diese weißliche Figur ist. Die Weise habe ich doch extra am Anfang so begonnen. Stimmt. Ich habe, wie ich das gesagt habe, war dieses Wissen schon da. Du bist der verlorene Sohn. Ja. So, das, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das hersuchen, raussuchen. Was meint ihr wohl, was dieses Kügelchen in der Wirklichkeit ist? Also zuerst einmal geht es hier ganz eine klafterbreite, schimmernde Fläche. Ich sage, es sind ja zwei Flächen. Und dann gibt es die dritte Dimension, ist eine Illusion. Ist ein Teil des Fußes dieser ganzen Gestalt. Das Fuß heißt übrigens Regel, wenn wir das hebräisch hier. Berechnete Welle, RGL, eine rational berechnete Welle. Seht nur recht neu hin und ich sage mir, was ihr darauf entdeckt. Das heißt, da ist ein Mensch auf der Tafel, ich mache das in Kurzen und dann fokussierst du dich einfach mal an eine kleine Stelle am Fuß. Eine kleine schimmernde Fläche am Fuß. Du schaust auf den Monitor. Okay, und nun seht, was ihr darauf entdeckt. Seht nur recht genau hin, nimm mal eine Lupe und schau mal, wenn auf deinem Bild ein Mensch, auf dem Fernseher ein Mensch abgebildet ist, nimm eine starke Lupe, geh ganz nah hin am Fuß und schau mal, was du siehst. Nicht wahr? Ihr entdeckt nichts als lauter neu aneinandergereihte kleine schimmernde Kügelchen. Ja. Ihr wisst ja, dass dieses Bild kein Gemälde ist, sondern nur ein Lichtbild eines beschwörten AUB-Gegenstandes.
Es ist ein Lichtbild eines, merkst du, da ist der ganze Mathe-Burscher beschrieben. Chronologisch, wenn du denkst, war das ja im vorigen Jahrhundert. Für mich gibt es keine Zeit. Ich bin Phönix aus der Asche. Was meint ihr wohl, was diese Kügelchen in der Wirklichkeit sind? Siehe, ich will es euch nicht lange herumraten lassen, aber wenn ihr meint, dass diese Kügelchen etwa Abbilder sind von entfernten Sonnenplaneten, Kometen, soll ich dir jetzt mein Astrologieprogramm laufen lassen? Diese kleinen Lichter sind keine Sterne da außen, es sind einfach nur Lämpchen, winzige Lämpchen. Höre, da müsste ich euch sagen, Kinderchen, urteilt nicht so vorschnell, sonst möchte ich euch gar gewaltig hören. Soll ich dir jetzt ein Astroprogramm laufen lassen hier? Der Himmel in Zeitraffer und lau den ganzen Kack. Jedoch bevor ich euch das Wesen dieser kleinen winzigen Kügelchen enthülle, bringe ich euch auch einen linsengroßen Fleck. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Auf einen linsengroßen Fleck solltest du diese Kügelchen zählen. Und die Linse, das ist die Kamera, die Linse in der Kamera Obscura. Mhm. Und das ist ein ganz Geros Eferege. Das ist das Zentrum vom Tetraederspiegel, in dem sich alles befindet und nichts. Und jetzt geht es dann in der 10, wenn das Schimmerbündchen, ich sehe schon, ihr werdet damit nicht leichtlich fertig, denn es ist eine für euch kaum aussprechbare Zahl an solchen kleinen schimmerigen Bündchen auf dieser linsengroßen Fläche vorhanden. Es sind viele, viele Pixels, rot, grün, blau Lämpchen. Meinst du, wenn du jetzt auf deinem Monitor schaust, dass dein allereinziges weißes Lämpchen brennt? Nimm mal Lupe und schau hin und du wirst feststellen, es sind nur rot, grün, blau Lämpchen. Jetzt kannst du wieder ins Farbenspiel gehen und feststellen, es ist alles ganz anders. Es ist komplett anders. Dass du dich erst einmal mit dieser Farbe vertraut machen musst. Und dann wirst du, wovon ein solches Bündchen sein eigenes Abbild ist. Und dann kommen wir irgendwann zur Hützenglobe. Und das lassen wir jetzt gut sein. Jetzt springe ich ganz kurz in den Vers 26, weil das Jahwe ist. Ich kann die Bibel nehmen, ich kann die Upanishaden nehmen und ich nehme Physikbücher. Ich nehme Bücher über Quantenmechanik oder über Chemie. Und überall steht dieselbe Geschichte drin, wenn du die Vordersprache beherrschst. Da geht es jetzt hier von den großen Schöpfungsmenschen. Und da machen wir nur den letzten Vers. Da hier die Stelle, dieser Mensch, dieser Adam, den ihr da seht, ist nichts mehr und nichts weniger als der sich selbst wiedergefundene, verlorene Sohn. 26, Adam ist Jahwe, der sich in jedem einzelnen wiedergeborenen Menschen wiederfindet. Ich bin der vom Bücherregal und ich bin auch alle Rollen, egal an wen ich denke, ich bin jeder unbewusste Geistesfunke, der sich mit einem Menschen verwechselt, mit einem Trockennasenaffen. Steht doch alles da. Dieser Mensch, den ihr da seht, ist nichts mehr und nichts weniger, jetzt natürlich geistig. Ja. Wie der wiedergefundene, verlorene Sohn, der sich in jeden einzelnen wiedergeborenen Menschen wiedergefunden hat. Wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, egal wer du zu sein glaubst. Und wir beide sind in mir selbst in UB. Oder mit anderen auch leichter verständlichen Worten, das ist ein Allergeringster in meinem Reiche, das bin ich als Udo Petscher. Dieses Riesenwerk, wie ich mir den Arsch aufreiß, keinen Pfennig verlangen. Ich habe keinen Fernseh, ich habe kein Handy, brauche ich nicht. Und es ist hier in diesem Bild auch ein gerechtes Verhältnis dargestellt und euch das vollkommene Maß eines Menschen gezeigt, welches unendlich mal erhaben ist, denn das Ganze euch durch die frühere Zergliederung gezeigte, endlos erscheinende Universum, durch diese unendliche Zergliederung und Zerdachtheit von Experten, in der Gestalt des verlorenen Sohns. Ist doch reines Solo-Feeling, oder? Wenn ihr nun dieses Bild ein wenig beherzigt, so dürftet ihr auch schon ein wenig zu begreifen anfangen, was es mit der Rückkehr des verlorenen Sohns für eine Bewandtnis hat. Ihr müsst euch nicht etwa denken, diese euch in der 11. Elf, in dem AI, Stunde bekanntgegebene gefallene Luzifer, der Lichtträger, wird als Ganzer wieder zurückkehren, nicht als zersprungene tausende Lichter. Du kannst ein Kristall, ein Glas, eine Welle zerbrechen in unendlich viele Teilchen. Aber wenn du das zusammensetzt, darf nicht dein allereinziges Teilchen, kein Jota darf verloren gehen. Wenn du von meinen heiligen Schriften in der Auslegung eine Auslegungsmöglichkeit weglässt, ein Jota, wie oft sage ich, wenn du an der Internetadresse statt Punkt plus Komma machst oder das Punkt weglässt, wirst du die Seite nicht aufmachen können.
dann wenn dich all die Plagen treffen, die in diesen heiligen Schriften beschrieben sind, und wenn du was unlogisch hinzufügst, dann kannst du es auch nicht mehr zusammensetzen. Nimm doch ein Puzzleteilchen und kleb ein Stück dran und schau, das wieder zurückzulegen. Etwas zurücklegen, was eigentlich gar nicht herausgenommen wurde. In einem jeden einzelnen Menschen, der nach meinen Worten lebt und wiedergeboren wird, durch das Wort und durch die Erlösung, wird diese Verlorene wiedergefunden und zurückgekehrt in das große Vaterhaus. Fang zum Katzen an. So, das machen wir jetzt weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Den Albinismus machen wir weg. Und da machen wir jetzt den Johannes noch. 1,4, das Kennzeichen des Geistes der Wahrheit. Und ich sage immer wieder, mit jedem vernünftigen Menschen, Anführungszeichen, Trockennasenaffen, ist einer vernünftig, der sich selber zu einem geistlosen Affen macht? Ist es geistreich, sich zu einem Affen zu machen, zu sagen, ich bin ein sterbliches Säugetier, wenn ich ein ewiger Geist bin? Nein. Sobald du ein vernünftiges Gespräch mit vernünftigen Menschen, sprich religiösen Materialisten, die chronologisch denken, mit Figuren in deinem Traum versuchst zu unterhalten, wirst du feststellen, schon wenn du das Wort Gott in den Mund nimmst, wenn es ein Atheist ist, hört er dir nicht mehr zu. Das ist wie wenn du im Bundestag sagst, ich bin von der AfD. Dann wird er zugemacht. Weil die Perspektiven interessieren diese arroganten Menschen nicht. Die werden nicht überleben, kein einziger. Aber vor was rede ich jetzt wieder? Von Gedanken? Bin ich grausam? Bin ich grausam, wenn ich Gedanken nicht mehr auftauchen lasse, weil ich festgestellt habe, die sind es nicht wert, dass sie gedacht waren? Mich interessiert der, der ewig ist, der sich das ausdenkt. Der die Möglichkeit hat, sich was vollkommen Neues, viel Großartigeres auszudenken, wenn er mir vertraut. Etwas, was für dich noch unvorstellbar ist. Man achte auf meine Worte. Was du dir ausdenkst, was du dir vorstellst, aus dir herausdenkt, ist aber nie da außen, weil du ab jetzt das zweite Gebot hältst. Also Geliebte, glaubt nicht jenem Geist, blau gelesen, Gehirn, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das sind Geistesfunk. Denn viele falsche Propheten sind in den Brand, in den polaren Rand hinausgegangen, sprich in dir aufgetaucht. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus, ich, JCH, im Fleisch gekommen, bekennt. Jeder, der jetzt weiß, da ist in meinem Traum ein Antagonist, der letztendlich Jesus darstellt. Der Geist selber, du bist mehr, tausendmal mehr Jesus wie irgendein Gedanke von dir. Bekennt ist aus Gott. Gott ist hier im Original, das ist jetzt zwar griechisch, aber wenn man das jetzt hebräisch macht, steht da UB 86 Elayom. Weil der taucht ja im auf, im. Das Meer ist Fleisch, dieses Fleisch. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es, esse, seid es selbst. Und dann kommst du in dieses Fleisch, wenn man so oft gehabt, das ist das erste Mal BLE Quadrat. Dann wirst du zu deinem eigenen Wunder, du wirst wunderbar sein, aber auch dir selber rätselhaft sein und ich ist die Gestaltwerdung. Ishin. Es taucht auf, es existiert und mit jedem neuen Gedanken kriegst du einen neuen Gedanken. Rückwärts gelesen ist es ein Geschenk. Jetzt mal Shi. Wir lesen das rückwärts und dann kommt Shi, ELF. Das ist jetzt hier. Dieses Ski ist das Geschenk, von rechts nach links gelesen, wir wissen das. Und jetzt mache ich hier dieses ELF, Fleisch rückwärts gelesen. Oh, eins zu weit. Bezola. Und das ist Aleph. Tausendfältig vermehren, tausendfach vielfältig wirst du sein. Was jetzt natürlich interessant ist, dass dieses Fleisch auf Hebräisch, da steht Becher, nehmet hin, dass mein Fleisch und esst es, das hast du auch eine Botschaft bringen. Ich bin das einzige Fleisch in deiner Welt, das in Erscheinung tritt, inkarniert ist, das dir die göttliche Botschaft bringt, wer du selbst bist. Da steht es übrigens hier gespiegelt, wenn du es anschaust. Dass du was anderes bist, wie das, was du zur Zeit zu sein geglaubt hast. Das passiert das Ganze im Meer. Ja. Okay, also jeder Geist, der ich mich jetzt im eigenen Fleisch wunderbringend gekommen bekennt, ist aus Gott. Der ist aus uns, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Das ist ganz wichtig. Ich mache da keinen Unterschied. Die Unterschiede sind ausgedachte Existenzen, die mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört werden. Jeder Geist, der nicht bekennt,
ist nicht aus Gott. Das ist jeder Materialist. Das ist übrigens auch jeder Christ. Sag doch zu Christus, der Jesus ist wiedergeboren. Das sind die Ersten, die wieder schreien, kreuzig dienen. Darum will ich mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Ich will mit meinen Gedanken als Ding an sich bloß das Nötigste zu tun haben, dann hole ich sie sofort wieder heim. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Du bist umgeben von Antichristen. Allen voran die Kirchen. Volle Materialisten. Tausendprozentige Materialisten, die das erste und zweite Gebot brechen. Ich denke, ich verweise wieder auf die Vatikanische Sternwarte. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. Und jetzt den Corona-Regel. Du darfst nicht mehr rein als Besucher ohne Ausweis. Was ist mit Gottvertrauen? Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der Innere, die roten Ich sind das Zentrum und dann baut sich das Zwiebelschein um uns herum auf, ohne uns zu verlassen. Camera obscura. Sie sind Sinusöffnungen aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt, sprich aus einem Intellekt heraus, aus einem geistlos nachgeäfften Programm und die Welt hört sie. Ja, das würde ich jetzt aber anders schreiben, weil gedachte Sachen nichts hören. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Das ist, du wirst feststellen, wenn du Holofeeling anfängst, die große Masse, kannst du nicht mehr kommunizieren mit Menschen um dich herum. Außer die haben auch Geist in sich. Ich sage, Geist zeigt sich in deiner Maske auf der Bröselebene durch Neugier in dem Moment, wo du irgendwann was erklärst, was ihm unlogisch erscheint. Dass er sagt, hey, erzähl mal, so habe ich das ja noch nie gesehen. Dass er offen ist für vollkommen Neues, was ihm bisher vollkommen falsch und verkehrt erschienen ist. Wenn er dafür offen ist, für andere Sichtweisen, für andere Perspektiven, für andere Denkmöglichkeiten, dann ist hinter der Maske ein Geist. Für einer, der nur wettert und einseitig ist, Hater, Hass, in jeglicher Form, dazu gehören all deine religiösen Fanatiker, alle Esoteriker, die glauben, die hätten was begriffen und allen voran sowieso alle Materialisten. Wir sind aus Gott. Wer Gott hat, hört uns. Das ist Holofeeling. Und wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und alle, die nicht Deutsch sprechen, die kannst du eh vergessen. In deinem jetzigen Traum zumindest. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit. Das ist eine Fehlübersetzung der Wirklichkeit, muss da stehen. Außer wir machen die Wahrheit rot. Dann heißt es, verbundener Schöpfer ist der Quintessenzkopf. Und den Geist des Adams, das ist blau gelesen, das Gehirn. Und jetzt Gottes Liebe verpflichtet zur Bruderliebe. Einer für alle, alle für einen. So, das war's jetzt. Und da hänge ich jetzt dann da noch eine Kleinigkeit mit dran, weil das doch der Johannes ist. Und da müssen wir jetzt fast schnell... Das Lied lasse ich laufen. Baba Populi. Aber das schaust du dir dann an, da gehe ich noch, der Johannes ist ja interessant, das ist der Hans und das ist eine, die Päpstin ist ein, diese Päpstin ist ja eine Johanna. Und da müsst ihr jetzt schauen, was also dieser Johannes, ja, das schaust du an, ich hänge es mit dran, sehr interessant, was da drin steht. Immer, du Geist natürlich, nicht der Johannes sieht sowieso nichts, das ist eher blinde Taube. Betonung liegt auf Taube, rot gelesen. Christuszeichen. Und die alle, die wissen wollen, was Weisheit ist, dann kann ich jetzt einen kleinen Filmtipp, weil mir einfällt, ein alter Filmtipp im Moment wegen der Taube. Der Mann, der Gott verklagte. Dass du den Wahnsinn siehst von Kirchen und von Religionen, dieses Riesengeschachere um Recht und die Versicherungen. Das ist deine Welt, das ist Sodom und Gomorra. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Ach, nein. Ich muss nochmal draufgehen. Wir schaffen jetzt ganz kurz Bildschirm nochmal übertragen, weil ich das jetzt schon offen habe. Unsere vier Ecken im Einheitskreis, wo ich sage, das ist jetzt eine Darstellung. Das ist immer wieder, wir klappen das ein, das ist immer wieder dieses Spiel mit zwei Quadrat. Das ist jetzt im Prinzip dasselbe, was du findest im I-Ging. I-Ging in der Anordnung der Hexagramme gibt es auch zwei Anordnungssysteme. Ich gehe jetzt aber da überhaupt nicht drauf ein und ich sage immer wieder in dem Einheitskreis, wir beginnen ja, wenn wir jetzt da Ziffernblatt hinmachen mit 12 Stunden, beginnen wir Batterie. Das ist der geschlossene Spiegel. Da oben ist dann 12.
Das kann man 1-2 lesen. Ab, Vorder und Aufblühen, das ist der Vorder. Ab, blüht es auf. Dann kommst du in den Plus-Minus-Bereich. Dann geht es runter in den Minus-Minus-Bereich und dann geht es wieder hoch. Das ist die Purpurlinie im Farbenspiel, geht es wieder hoch und geht wieder in die D rein, in den geschlossenen Spiegel rein. Das ist jetzt eine sogenannte chronologische Darstellung. Man könnte das aber auch noch anders machen. Die kann man jetzt dann natürlich um eins zurückgehen. Das erkläre ich jetzt aber nicht. Das Bild selber, da kommst du jetzt in das Zentrum rein. Ich mache jetzt das einmal eine extreme Vereinfachung. Wir müssen in die Richtung, Entschuldigung. Und zwar ist das das neue Bild. Und wenn du dir das jetzt anschaust, du hast eine absolute Synthese. Mhm. Das ist der erste Quadrant. Das ist das rechtspunktierte rote Schirm. Und aus dieser absoluten Synthese gehen wir jetzt plus 1 wird 2. Ab ist aufblühen. Die 12 liest ihr als 1, 2. Du kannst auch 2, 1 lesen, wenn wir das rechts, links wieder austauschen, dann heißt es Bar und das heißt kommen. Das hebräische Wort Bar heißt kommen. Also 2, 1. Mhm. Interessant, Co. Wie kreisend, schau das kleine Bild an, wie kreisend, 2 mm. Das ist Moment, Mom heißt Fehler. Jetzt beginnt was in dem Zentrum zu fehlen, weil hier um dich herum anfängt was zu kreisen. Und das ist die wahrgenommene Existenz. Das geht jetzt in den Minusbereich rein, in die Antithese. Antisynthese habe ich jetzt hier geschrieben. Das ist wichtig und die Antithese. Und jetzt pass auf, wenn du das Bild prägst, du dir jetzt einmal ein. Wir können jetzt hier zum Beispiel setzen, wenn wir hier das im klassischen Sinn so machen, kreisend. Wir setzen mal die vier Jahreszeiten ein und ich sage, du kannst es immer austauschen. Wir sagen jetzt einfach einmal, hier ist der Winter. Der Winter, wie in der, denk einfach, es ist alles festgefroren, unbeweglich, starr, weiß. Im roten Sinne von das weiße Licht in der Physik, das alle Farben gleichzeitig beinhaltet. Das ist der Winter. Dann wirst du feststellen, nach dem Winter kommt Spring im Englischen, der Frühling. Das Licht in G. Das heißt, es springt was aus diesem festgewordenen, unbeweglichen Winterschlaf heraus. Es springt was heraus, es kommt in den Sommer. Das heißt, jetzt hast du diese unendliche Vielfalt des Lebens, das jetzt aufblüht in dir in einem gewissen Ort. Der Sommer, die Lebendigkeit, alles wird wach, die Tiere gehen wieder raus in die Welt. Und dann kommt der Herbst und es fällt alles wieder zurück in diese Verstarrung eines ewigen Schlafes. Kannst du die Symbolik ungefähr nachvollziehen? Ja, gut. Jetzt drehen wir das rum. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen hier den Sommer machen wir als Sonne, als das Licht, die Lampe im Projektor, die nicht flackert. Okay? Dann kommt nach dem Sommer, kommt der Herbst. Das heißt, da fällt was weg. Es fällen die Blätter, das Laub fällt ab. Und dann kommst du in den Winter, wo jetzt alles fest wird, zur Materie wird. Jetzt haben wir das Weiß, das Weib. Okay, ich weiß. Und das im Winter schmilzt es wieder weg und wird wieder eins in der Sonne. Kannst du mir verfolgen? Ja. Das ist ein Akt der Fantasie, was ich von dir fordere. Der Mensch geht nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern der Unfähigkeit, geistreich zu leben, fantasievoll zu leben. Er hätte die Freiheit, das alles, was er bisher nur so einseitig bewertet hat, auch komplett anders zu sehen. Du könntest aus jedem scheiß langweiligen Film einen hochspannenden, interessanten, lehrreichen Film machen. Du musst an dem Film nichts verändern, du musst bloß dein Wertesystem und deine Interessen verändern. Okay? Ja. So, und jetzt pass auf. Wenn wir jetzt dieses ganze Spiel durchgehen, da hat es hier geheißen, jetzt bitte im Geist mitdenken. Ich sage These, zu einer These gehört eine Antithese und eine Synthese. Und das ist schon der erste große Fehler. Die ersten drei Buchstaben, 1, 2, 3, wird man jetzt normal sagen, Antithese, so lernst du das bei Aristoteles, Antithese, These ergeben eine Synthese. Jetzt pass auf, das ist die Synthese, ist es nichts. Und die These und die Antithese, die Gedankenwelle, die entsteht aus dem Nichts, aus der Synthese. Es ist nicht erst Wellenberg und Wellendolda, sondern zuerst ist die große Einheit, das heilige Ganze da. Macht dann Sinn. Ja. Das heißt, dass du definitiv hier
Die Eins ist die absolute Synthese. Das ist das Uni. Und jetzt beginnt das Versum, das in eins gekehrte Gedankenwellen aufzuschmeißen. Das heißt, aus der absoluten Synthese, der Plus-Plus, entspringt erst einmal beider Hand. Ich muss fast das Bild nochmal herholen. Und mal ganz kurz einschalten. Mhm. Das geht ratzfatz. Hast du das Bild? Ja. Das ist die absolute Synthese. Ja. Halt. Da wollen wir hin. Mhm. Das ist die absolute Synthese. Und jetzt schau hin. Da entspringt ein Minus, das ist plus minus und ein Minus. Die eine Seite ist plus minus und die andere ist minus plus. Mhm. Siehst du das? Mhm. Das heißt, wir haben hier an diesen drei Quadranten haben wir immer Minus dabei. Diese ja. absolute Synthese, das Uni, aus dem entspringt eine These und eine Antithese. Mhm. Okay, und jetzt ist interessant, die beiden zusammen geben eine Antisynthese. Mhm. Okay. Das Minus, Minus. Und diese Antisynthese, Minus mal Minus ist wieder Plus, ist eigentlich genau genommen nichts. Das ist der Punkt in der Camera Obscura. Es ist auch wieder Sache wie mit dem Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wenn das einmal klack bei dir macht, sagst du, wenn es anders wäre, wäre es verkehrt. Schau, es ist jetzt ganz interessant, das Plus Plus, dieses Plus, hat der Folge heute Morgen extra jetzt gedacht, diese Zeichnung noch angefertigt. Habe ich inspiriert. Das Plus wird hier jetzt zu einem Minus, das heißt, das Rote geht jetzt schon in dieses Violette, fängt sich auch an Blau zu färben. Mhm. Das geht eigentlich, das ist die sogenannte Türkis-Linie. Das nennt hier ist eigentlich Türkis angesiedelt im Farbenspiel. Kann man im Farbenspiel am ersten komplett nachlesen. Das heißt, aus dem Shin, aus dem roten Shin, wird ein rotes Sin. Die Conditio sine qua non, eine Bedingung, ohne die nichts geht. Das heißt jetzt erst einmal ohne irgendetwas. Dieses Shin wird ein Sin ohne irgendetwas. Darum hat im Hebräisch ja das angeblich 23. Zeugnis ein Shin mit vier Achsen. Können wir uns damit anschauen noch. Das ist ganz interessant, es sind vier Sain und ein Waff. Mhm. Und jetzt ist es, dass das jetzt zu einem linkspunktierten Sinn wird, das ist jetzt der Sinus, Wellenberg und Wellendal, beides ist was Ausgedachtes, ist beides Minus. Minus hast du jetzt, hast du mal was Auseinandergerissenes. Und dieses eine Minus geht jetzt wieder über die Bulbo-Violett, über die Violettlinie geht es wieder in das Plus rein. Mhm. Darum ist es wichtig, dass die absolute Synthese hat eine Antisynthese. Wir haben These, Antithese und absolute Synthese und Antisynthese. Das sind die vier Seiten im Vereinheitskreis. Ich hoffe, man kann es einigermaßen nachvollziehen. Und das sind so kleine Grundregeln, mit denen du alles, wirklich alles aus den Angeln heben kannst. Und jetzt lassen wir es genug sein. Das kannst du jetzt nochmal in Ruhe geben. Wenn du die Ariane bist, der Geist, der die Ariane ist, weil das eine komplett eigenständige Welt ist, und du hast das ja jetzt schon gegeben, weil jetzt bist du am Ende des Videos. Und ich kann bei all den Videos sagen, es sind wie Meditationen, wenn du die Reife hast, wirst du die immer wieder anhören. Ja. So sage ich alle, wirklich die jetzt aus dem Geist des Vaters sind, die das längere Zeit schon machen, jetzt immer längere Zeit ist immer jetzt. Das ist die Schwierigkeit. Ich habe in dem vorhergehenden Selbstgespräch diese Sache, ja, wenn es doch bloß jetzt gibt, wieso sagst du immer, man muss, wenn man mindestens 20, 25 Jahre das studiert? Der widerspricht sich ja laufend. Ich widerspreche mich überhaupt nicht. Bloß, wie soll ich in einem Wort viele Dinge beschreiben, indem ich einen Chat sage, indem ich Küche sage? Was ist eine Küche? Ich kenne eine Küche nicht. Er sagt, das ist ein Herd und ein Kühlschrank zum Beispiel ist da drin. Ja, das widerspricht sich doch. Ist jetzt da warm drin oder ist da drin kalt? Weder noch. In dieser Küche ist weder kalt noch warm. Es ist ein Volumen. Dieser Raum, aber wir wissen, Volumen heißt Rollen. Jetzt denke ich aus dem Ordner den Herd heraus, jetzt denke ich den Kühlschrank heraus. Das ist auch das Aufzählen. Es gibt keine chronologische Reihenfolge. Es gibt bloß in der Transversalen, wir müssten doch von der Waagerechten Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit. Du denkst was in die Vergangenheit und du denkst es in die Zukunft. Du denkst es immer jetzt. Du musst es erst einmal in die Senkrechte drehen. Habe ich dir doch gerade vorgelesen.
Wenn du der verlorene Sohn bist, wenn du zurückkommen willst, muss aus dem Ani ich ein Anuki-Ich werden. Dasselbe findest du in den Upanishaden, da heißen dann die Ichs plus Aham und Ma. Das sind auch die zwei verschiedenen Ichs. Das wiederholt sich, es ist nur in Sprachen anders ausgedrückt. So, jetzt ist aber Schluss. Bin ich. Ein Subjekt.